Ja, lieber Kauder, lieber Kollege Rüßlein, Frau Wolf-Fertwig, Herr Liesinger, Herr Professor Schlögel, Herr Theissen, Frau Blendner, meine lieben Kollegen, liebe Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, aus dem Landtag und aus ganz Deutschland, aus dem Europaparlament haben sich auch ein paar Kollegen angekündigt, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Gäste, ein herzliches Willkommen zu unserem 9. energiepolitischen Dialog, heute hier wieder im Reichstag im Saal der Fraktion der CDU-CSU, Bundestagsfraktion. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder so unglaublich zahlreich erschienen sind. Herzlich willkommen bei uns heute Nachmittag. Wir haben uns in dieser Runde, in dieser Legislaturperiode schon viermal getroffen und immer wieder ist diese Runde für mich eine ganz, ganz große Bereicherung. Wir diskutieren aktuelle Herausforderungen und Themenstellungen der Energiepolitik, der Energiewende. Und ich möchte heute, das ist auch das letzte Mal sein in dieser Legislaturperiode, mal ein herzliches Dankeschön Ihnen zurufen. Für mich waren Ihre Eindrücke, Ihre Themen, die Sie eingebracht haben, immer sehr wertvoll. Wir haben es immer versucht aufzunehmen in die aktuelle Gesetzgebung und haben immer versucht, auch ganz, ganz eng mit Ihnen gemeinsam dieses große, unglaublich große Projekt der Energiewende, der Energiewirtschaft voranzutreiben. Deshalb schön auch, dass Sie heute da sind, dass wir heute mal gemeinsam ein Stück weit zurückschauen, was wir die letzten Jahre gemacht haben, wo wir heute stehen und vielleicht auch dann natürlich, das ist das Entscheidende heute, nach vorne schauen, das was kommt, nicht für die nächsten Monate und vor allen Dingen auch das, was dann die nächsten Jahre kommt und wo die nächsten großen Schritte sein werden in der Energiepolitik. Ich möchte einfach die Gelegenheit am Anfang nutzen, um zwei, drei Punkte noch herauszugreifen, was wir die letzten vier Jahre gemacht haben, weil ich selber erstaunt war nochmal, als ich heute Morgen ein paar Punkte herausgeschrieben habe, was wir denn gemacht haben mit diesen vier Jahren. Es war enorm viel. Und ich glaube, dass wir die Energiepolitik in den entscheidenden Punkten vorangebracht haben. Wir haben zwei große EEG-Novellen gemacht, drei kleine EEG-Novellen und haben mit dem Umstieg in die Ausschreibung einen großen Systemwechsel in der zukünftigen EEG-Steuerung vollzogen. In der Zukunft werden 80% des Zubaus in erneuerbaren Energien in der Ausschreibung stattfinden. Das heißt, wir werden da eine neue Systematik haben, die auf Markt und Wettbewerb sitzt. Das war für uns eine ganz, ganz entscheidende Stellschraube, die, glaube ich, vorweg zu stellen ist in all den Themen, die wir gemacht haben. Wir haben darüber hinaus es geschafft, dass wir das EnBG grundsätzlich novelliert haben, den Strommarkt neu geordnet haben und haben es auch geschafft, dass wir dadurch die Energiesicherheit noch mal ein Stück weit sogar verbessert haben. Wir haben es geschafft, die letzten fünf Jahre die Energiesicherheit noch um 20% zu verbessern, in der Form, dass wir die Ausfallzeit noch mal reduziert haben. Also die Energiesicherheit ist nach wie vor auf relativ hohem Niveau in Europa, sogar auf ganz, ganz hohem Niveau. Auch das, denke ich mal, ist ein großer Erfolg, nicht nur unserer Politik, sondern aller, die daran teilgehabt haben. Wir haben das, wie gesagt, Digitalisierungspaket gemacht, damit die Grundlage schaffen für Innovation, für die Chance, dass wir Angebot und Nachfrage besser zusammenbekommen. Wir haben den Kunden stärker in den Mittelpunkt unserer nächsten Jahre gesetzt. Auch das war keine einfache Aufgabe, aber wir haben es in den letzten zwei Jahren geschafft. Wir haben die Rahmenbedingungen für Investoren verbessert. Ich sage nochmal, im Bereich der Netze mit dem ARECGV, mit der KWK-Novelle, auch das war, wie viele von Ihnen wissen, nicht ganz so einfach. Wir haben auch da die Grundlage geschaffen, dass es weitergehen wird und KWK auch eine weiterhin große Rolle spielen kann, hoffentlich. Im Bereich Energieeffizienz haben wir ebenfalls sehr viel erreicht. Wir investieren bis 2020 17 Milliarden Euro in den Bereich Energieeffizienz und haben es als eine der einzigen Nationen geschafft, unseren Wachstum vom Energieverbrauch, vom Energieverbrauchszunahme zu entkoppeln und sind damit im Bereich der Sparsamkeit effizient führend in der Welt. Und auch das ist, denke ich mal, an dieser Stelle noch einmal positiv hervorzuheben. Wir haben das NAPE, den Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, ausgefüllt mit vielen Rahmenbedingungen, die der Wirtschaft helfen und die uns auch in dem Feld, wie gesagt, Spitze machen in der Welt. Und wir haben auch, und das ist mir ganz besonders wichtig, im Bereich der Energieforschung viel getan, weil ich sehe das Thema Energiewende, das Thema Energiewirtschaft der Zukunft als eines der großen Innovationsprojekte unserer Gesellschaft und der Wirtschaft. Und wir haben jährlich die letzten Jahre 800 Millionen bis 1 Milliarde Euro im Bereich der Energieforschung ausgegeben. Auch das ist, denke ich mal, beispielhaft in Europa und zeigt, dass wir nicht nur Status quo sehen, sondern auch in die Zukunft in besonderer Weise auf Grundlagenforschung und auf neue Ideen und Technologie setzen.
Diese paar wenigen Beispiele sollen Ihnen mal zeigen, wie wir in diesen Jahren vorangekommen sind, dass wir weiterhin die Energiepolitik als Wachstums- und Wohlstandsmotor für unsere Gesellschaft, für unsere Nation sehen und dass wir das Thema des Zieldreiecks Sicherheit, Bezahlbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit, Klimaverträglichkeit in besonderer Weise nicht aus dem Auge verlieren wollen und dass wir auch an dem Punkt weiter anknüpfen wollen, was wir die letzten Jahre getan haben. Ich will nur ganz kurz zwei bzw. drei kleine Leitlinien für die nächsten Jahre von meiner Seite aus einbringen in Diskussion. Ich glaube, dass wir einen ganz, ganz großen Fokus weiterhin im Zentrum unserer Energiewirtschaft, das Thema Klimaschutz, weiterhin auch auf der Agenda ganz oben haben. Ich sehe hier, dass wir nicht dirigieren sollten, dass wir nicht mit Verboten arbeiten sollten, nicht zu sehr reingehen sollten mit Ordnungspolitik, sondern dass wir auf den Markt vertrauen müssen in besonderer Weise und auch hier Europa im Mittelpunkt steht. Ich finde es immer schade, wenn der ETS, unser CO2-Handel auf europäischer Ebene, kaputt geredet wird. Ich glaube, dass wir hier eine ganz, ganz entscheidende Stellschraube haben, die wir vielleicht im nächsten Jahr etwas umfassender nochmal reformieren müssen. Aber die Grundlage stimmt. Deshalb halte ich alle Vorschläge, die wir derzeit haben, wo wir versuchen, mit Braunkohle, Zwangsausstieg und anderen Themen voranzugehen, für falsch. Wir müssen weiter auf den Markt und auf Wettbewerb setzen. Ich habe einen zweiten Punkt, der mir wichtig ist, das Thema Energieeffizienz weiter als Mittelpunkt unserer Energiepolitik zu sehen. Hier sind noch große Potenziale da, aber hier wollen wir nicht auf Zwangsmaßnahmen oder Verbote setzen, sondern hier wollen wir ebenfalls einen Markt schaffen für Energieeffizienzmaßnahmen, wollen hier weiter viel Geld investieren, um Anreiz zu schaffen, Transparenz zu schaffen, um voranzugehen. Ich sage mal ganz offen auch in dieser Runde, ich bin etwas enttäuscht, dass wir hier nicht weiter vorangehen konnten mit dem Thema das Thema NF und E-Wärme-G. Da haben wir dieses Jahr einiges versucht, aber leider kam nicht voran. Aber ich habe auch hier klar gesagt, lieber gar kein Gesetz als ein schlechtes Gesetz und lieber gehen wir nächstes Jahr hier nochmal grundsätzlich nochmal ran und versuchen nochmal weitergehende Themen voranzubringen. Ein dritter Punkt, der uns leiten wird, ist der weitere Ausbau von erneuerbaren Energien, die wir ambitioniert angehen wollen. Aber hier wird das nächste Jahr der Fokus eher auf die Systemintegration stehen, die Einbindung von erneuerbaren Energien in unser ganzes System auf Netzausbau. Und ich glaube, auch hier müssen wir schauen, dass wir dann durch mehr Markt und Wettbewerb auch weiterhin schauen müssen, dass wir die Kosten im Blick haben. Der zweite wichtige Bereich im Bereich der erneuerbaren Energien ist die Kosteneffizienz im Ausbau von erneuerbaren Energien. Und ich glaube, auch hier sollten wir mal das Wagnis eingehen, nächsten Jahr zu diskutieren, ob wir schaffen, vom EEG wegzukommen und die erneuerbaren Energien wirklich marktfähig zu machen, sodass wir hier auch eine Grundlage haben für einen besseren Export und noch mehr Akzeptanz auch nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus, dass dort auch dann andere Länder noch stärker von der Energiewende dann auch begeistert werden können. Die Akzeptanz ist für uns, lieber Volker, in den Wahlkreisen immer ein größeres Thema. Das wird uns wahrscheinlich auch im Bundestagswahlkampf beschäftigen. Ich sage es hier immer wieder in der Runde, weil oftmals in Berlin sind wir weit, weit weg von den Entscheidungen vor Ort. Aber Netzausbau und Ausbau von Windenergie oder anderen Energieträgern müssen wir die Akzeptanz vor Ort auch finden, darum ringen, dass wir die Akzeptanz bekommen. Wenn wir sie nicht bekommen werden, wird die Energiewende scheitern. Auch deshalb müssen wir hier mit Maß und Ziel vorangehen. Und wir müssen es, lieber Hiesinger, auch so machen, dass wir die Wirtschaft, die Industrie nicht verlieren. Ich habe gestern eine Statistik gesehen, dass die Franzosen in den letzten 10 Jahren 14% ihrer Industrie verloren haben. Die Italiener haben 20% die letzten Jahre verloren. Wir sind konstant geblieben. Ich glaube, unser Ansporn, alle Energie sollten wir darauf verwenden, dass wir auch weiterhin starke Industrie haben. Das hat natürlich auch als Grundlage günstige Energiepreise und Energiesicherheit. Und auch das ist ein großer Maßstab für unsere Entscheidungen. Und letzter Punkt, Europa spielt auch in Zukunft eine ganz, ganz starke Rolle in unserer Energiepolitik. Wir wollen nicht alleine voranschreiten, sondern immer im Verbund mit anderen. Und auch da sollten wir schauen, wie wir gemeinsame Lösungen finden. Ich sage aber hier auch als auch sehr offen zur aktuellen Diskussion, wir haben jetzt eine Subsidiaritätsrüge eingebracht zum großen Energiepaket, das 4.000 Seiten umfasst. Ich glaube, nicht alles, was von Brüssel kommt, sollten wir einfach so durchwinken, sondern sollten auch hier entscheiden, was ist sinnvoll auf Brüsseler Ebene zu entscheiden, was sollten wir auch zukünftig weiterhin bei uns entscheiden. Ich sehe es nicht für richtig und zielführend an, wenn Brüssel die Stromrechnung reguliert bis ins kleinste Teil oder dass Brüssel irgendwelche Strompreiszonen in Deutschland entsprechend von oben herab verordnet. Auch das wäre, glaube ich, der Weg in die falsche Richtung. Sie sehen, wir haben spannende Themen vor uns, eine spannende Zeit vor uns. Ich glaube, dass wir einerseits heute
besser dastehen als noch vor einigen Jahren, dass wir eine gute Grundlage haben für die Zukunft. Und ich finde es weiterhin spannend, an diesem Thema zu arbeiten. Ich freue mich heute auf die Diskussion. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihren Input, für Ihre Begleitung. Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Nachmittag und darf jetzt an unseren Vorsitzenden Volker Kraut übergeben. Und vielen Dank Ihnen nochmal recht herzlich. Lieber Thomas Barreis, meine sehr verehrten Damen und Herren, kein Thema hat uns innenpolitisch so herausgefordert und beschäftigt wie die Energiepolitik. Und dass wir diesem Thema Energiepolitik eine besondere Bedeutung zugeschrieben haben, lässt sich auch daran erkennen, dass es eines der ganz wenigen Themen ist, wo wir außerhalb unserer Arbeitsstrukturen einen Kollegen gebeten haben, die Aufgabe zu übernehmen, Energiekoordination, Energiebeauftragter unserer Fraktion zu sein. Normalerweise gibt es, wenn solche herausgehobenen Positionen bei einem Thema formuliert werden, Diskussionen, Fragen, Widerstände. Das gehört doch in unsere Arbeitsgruppe. Aber hier, als wir gesagt haben, Thomas Barreis soll diese Aufgabe übernehmen, war eher ein erleichtertes Aufatmen festzustellen, dass einer bereit ist, sich mit diesem schwierigen Thema regelmäßig zu beschäftigen. Und deswegen sage ich dir, lieber Thomas, einen herzlichen Dank, dass du dies in dieser Konsequenz und regelmäßigen Beteiligung der Betroffenen heute jetzt abschließend für diese Legislaturperiode, den Kongress, dass du diese Arbeit gemacht hast und dich zu einem unersetzlichen Ratgeber auch bei der Bundesregierung herausgestellt hast. Herzlichen Dank für diese Tätigkeit. Dazu kommt, dass diese Aufgabe auch dadurch nicht leichter geworden ist, dass die Zuständigkeit für Energie im Wirtschaftsministerium gebündelt war. Dort war eigentlich unser Problem nicht der Minister, sondern das Problem war etwas leicht darunter angesiedelt, regelmäßig. Und wir können nur hoffen, dass es hier Verbesserungen in der nächsten Legislaturperiode gibt. Und wir hatten noch ein weiteres Problem, dass ich immer wieder mitbekommen habe, wenn wir kurz vor einem Sitzungstag am Donnerstag, wo Energiethemen drauf waren, noch in der Nacht nicht gewusst haben, ob die Ratifizierung in Anführungsstrichen bei Brüssel gelingt oder ob sie nicht gelingt. Also auch Europa ist eine ständige Herausforderung bei diesen Fragen der Energiepolitik. Dass auf diesen Hintergrund so viel gelungen ist, finde ich bemerkenswert, aber es ist auch notwendig. Thomas Barreis hat von der Akzeptanz der Bevölkerung zur Energiewende gesprochen. Die Menschen sind mit großer Mehrzahl überwiegend der Auffassung, dass die Energiewende hin zu den erneuerbaren Energien der richtige Weg ist. Also wenn einer sagen würde, wir kehren zur Kernenergie zurück, gäbe es ein paar wenig ganz Begeisterte. Aber die allermeisten würden sagen, die sind verrückt geworden. So groß also die Zustimmung ist, so schwierig wird es im Einzelfall, wenn es an die konkrete Ausformung geht. Jeder hat in seinem Wahlkreis die Diskussionen, ich habe sie gerade sehr intensiv, wo auf einem Berg, wo ein kleines Kloster steht, dort der Wind jetzt blöderweise besonders stark weht und deswegen dort Windräder hingebaut werden sollen. Und alle sagen, man kann doch nicht jetzt an diesen Berg, der ist jetzt auf einmal ganz heilig, Windräder aufstellen. Aber der Strom muss ja irgendwo herkommen. Und alles nur die heißgeliebte Form der erneuerbaren Energie ist die Sonnenenergie. Das finden die Leute einfach ganz toll.
aber Windenergie und andere Formen sind ausgesprochen schwierig. Und trotzdem bleibt es dabei, dass wir dies als die gegenwärtige und auch zukünftige Form der Energieversorgung haben werden. Und obwohl die Menschen wissen, dass sie für diese Energiewende einen hohen Beitrag zahlen müssen, sind sie damit einverstanden. 25 Milliarden Subvention auf den Strompreis kostet die Veranstaltung jedes Jahr mit steigender Tendenz. Und deswegen ist es richtig, dass wir versuchen, diesen großen Kostenblock zu reduzieren, nicht weiter anwachsen zu lassen, ohne dass wir die Stromversorgung in Sicherheit und Qualität gefährden. Und da sind wir schon der Überzeugung, dass die Marktwirtschaft hier ein richtiges Mittel ist, um die Kosten zu senken. Und deswegen war es richtig, den Weg zu gehen, in Ausschreibungsmodelle zu kommen. Da wird es bei allem, was wir in diesem Bereich vorantreiben wollen, natürlich auch Übergangslösungen geben müssen. Ich sage mal beispielsweise, wir haben natürlich auch Menschen motiviert, in den Bereich der erneuerbaren Energie einzusteigen und zu investieren. Beispielsweise im Bereich der Landwirtschaft. Und da geht es dann natürlich nicht so, dass von einem Tag auf den anderen die Strukturen so verändert werden können, dass Landwirte, meistens kleinere Landwirte, dann auf den Investitionen sitzen bleiben. Und mit diesem kleinen Beispiel wollte ich nur darauf hinweisen, dass wir natürlich bei der Energiewende auch zusätzliche Herausforderungen bekommen haben. Früher haben wir es mit einer Handvoll Energieerzeugern zu tun gehabt. Mit denen haben wir darüber diskutiert, wie das weitergeht, und dann war der Fall erledigt. Jetzt haben wir Hunderttausende von Energieerzeugern, und es geht dabei nicht immer nur um die Energieerzeugung, sondern es geht auch um strukturpolitische Fragen. Und da kommt jetzt noch ein weiterer Hemmschuh dazu, der mindestens so stark ist bei der Entwicklung der erneuerbaren Energie wie Europa und die Position unterhalb eines Ministers. Es ist der Föderalismus, der uns die Aufgaben auch nicht leichter macht. So nach dem Motto, wenn wir den Strom in unserem Land selbst erzeugen, müssen wir den Nordlichter nicht noch Geld dafür bezahlen. Und deswegen wollen wir keine Leitungen legen und vieles andere mehr, was da an Diskussionen auf uns zukommt, macht die Sache nicht leichter. Und dann haben wir bei der Energiewende noch eine Aufgabe, die ich in absehbarer Zeit als nicht zufriedenstellend lösbar erkennen kann. Wir hätten manches Problem nicht, wenn es uns besser gelingen würde, Strom zu speichern und ihn dann abzurufen, wenn wir ihn brauchen. Und all meine Hoffnungen und Gespräche mit der Wirtschaft, und zwar weltweit, ich war jetzt in Japan, ich war in Silicon Valley, die angeblich alles können, die mir sagen, in naher Zukunft sei mit großen Speichermöglichkeiten, wie wir sie uns so vorgestellt haben, jede Kommune hat da einen großen Speicher und ruft den Strom ab, wenn sie es braucht. In jedem Haushalt kann man einen Speicher haben. Das scheint noch nicht so weit zu sein. Aber ich sage mal nur, das darf uns nicht beruhigen. Wir brauchen Speichermöglichkeiten zwingend notwendig, um die Energiewende am Schluss zum großen Erfolg zu machen. Und natürlich war da die Hoffnung, dass die Elektromobilität ein Teil des Speichers sein könnte. Die Elektromobilität ist allerdings bei der Bevölkerung nicht sehr beliebt. Unser Förderprogramm, das die Bundestagsfraktion von CDU und CSU nicht wollte, dieses Förderprogramm hat eigentlich so gut wie nichts bewirkt. Und dabei muss der Weg in die Elektromobilität weitergehen, aber da ist eine gute Erkenntnis, die der Markt uns sagt.
wenn ein Produkt die Erwartungen des Kunden nicht erfüllen kann, nützt auch die große Subvention mit Steuermitteln nichts, wird es nicht gekauft. Ich habe mich ein wenig unbeliebt gemacht bei der Automobilindustrie, ich bin großer Autofan, weil die Mobilität durch Auto ist das wesentliche Element unserer Freiheit. Das Automobil ist ein Instrument für Freiheit. Und deswegen sollte man alles daran setzen. Aber deswegen muss natürlich dieses Automobil der Zukunft auch die Anforderungen erfüllen. Und ich sage mal, die Automobilindustrie hat es nicht gerne gehört, als ich gesagt habe, die Firma Vorwerk braucht für ihren Thermomix keine Subvention. Obwohl der 1200 Euro kostet, kaufen die Frauen das wie verrückt. Und an dem Beispiel kann man sehen, wenn ein Produkt ankommt, kommt es an, dann brauchst du keine Subvention. Also soll die Automobilindustrie sich am Thermomix ein Beispiel nehmen und Autos Elektromobilität produzieren, die auch nachher von den Leuten gekauft werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber wir wollen das weiter unterstützen, weil diese Elektromobilität ein Teil der Speicherkapazitäten für uns lösen könnte, die wir sonst nicht lösen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in der nächsten Legislaturperiode wird das Thema Energie für uns eine große Herausforderung sein. Thomas Bareis hat die entscheidenden Punkte angesprochen. Es geht uns in unserem Land gut, so gut wie in keinem anderen Land der Welt. Nicht nur in Europa, sondern in keinem anderen Land der Welt. Aber dass es uns so gut geht, hängt ausschließlich damit zusammen, dass unsere Wirtschaft hervorragend funktioniert. Und dass die hervorragend funktioniert, hängt mit der großen Leistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch der Führungseliten in unserer deutschen Wirtschaft zusammen. Und damit es auch in Zukunft alles gut läuft, brauchen wir die gut funktionierende Wirtschaft. Und die steht in einem harten Wettbewerb. Und der wird nicht leichter in der Zukunft. Und deswegen müssen die Produktionskosten natürlich dort, wo sie von uns beeinflusst werden können, auch beeinflusst werden, dass sie nicht weiter steigen. Der hohe Strompreis ist eine große Herausforderung für unser wirtschaftliches Wachstum. Das ist überhaupt keine Frage. Und deswegen wird dieser Punkt die stromintensive Industrie und der Strompreis ein Thema sein. Aber inzwischen haben wir ja auch eine ganze Reihe von anderen Produktionsbereichen, die wir gar nicht als stromintensiv bisher eingestuft haben, die mit den hohen Stromkosten erhebliche Probleme haben und sich überlegen, ob das ein Grund ist, die Produktion in anderen Teilen Europas vielleicht aufzubauen. Das ist also ein zentrales Thema. Und ich glaube auch, dass es trotz der hohen Akzeptanz sehr genau beobachtet werden muss, inwieweit Stromkosten auch für die privaten Haushalte zu einer Herausforderung werden. Wir sehen das, wenn die Stromkosten steigen, da darf auch, ist die Grenze der Überforderung, wie ich finde, auch sehr bald erreicht. Wenn ich sehe, was so in den letzten Jahren an Strompreissteigerungen auf uns zugekommen ist. Das heißt also, die Energiewende ist richtig, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch allen Grund, intensiv miteinander im Gespräch zu bleiben, weil wir Aufgaben und Herausforderungen haben, die uns auch in den nächsten Jahren noch erheblich beschäftigen werden. Ich danke Ihnen, dass Sie heute zu diesem letzten Energiedialog unserer Fraktion gekommen sind und mit uns diskutieren, mit unseren Experten in einer der wichtigsten wirtschaftspolitischen Fragen dieser Zeit in unserem Land. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank.
Herr Kauder. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch von mir aus hier von dieser Seite als Diskussionsleiterin mit den Experten zu diesem neuen energiepolitischen Dialog. Mein Name ist Anke Plättner und ich bin freie Journalistin. Wenn wir über die Energiewende reden, Herr Kauder hat es ja gesagt, dann merken wir, dass es eben schwierig ist. Und deshalb musste ich heute noch mal schmunzeln, als ich mir ein Video bei der Seite von Entega angeschaut habe, also einem regionalen Anbieter. Und das fängt an mit, wenn es dunkel wird, schalten wir das Licht ein. Da dachte ich so, eigentlich stimmt, es ist so ganz simpel. Und wir vergessen aber, dass das eben alles eben nicht ganz simpel ist. Und das wird da sehr schön dargestellt, ist ja inzwischen einer der größten Ökostromanbieter, dass es eben alles kompliziert ist und dass es alles ineinander passen muss. Und deshalb ist es gut, dass wir hier die Experten haben, die uns das beschreiben können, wie es ineinander passen muss und wer welche Ansprüche hat und wer welche Erwartungen eben auch an die Politik hat. Und da freue ich mich, dass wir jetzt 4 Impulse hintereinander haben. Ich stelle Ihnen jeweils die Redner vor und wir diskutieren dann hier erst auf dem Podium und dann sind Sie natürlich auch eingeladen, Ihre Fragen zu stellen. Und wir haben das hier einfach in alphabetischer Reihenfolge gemacht, also dass Sie sich nicht wundern, warum Herr Hiesinger gleich beginnt. Wir beginnen mit Dr. Heinrich Hiesinger. Er ist seit 2011 Vorsitzender des Vorstands der ThyssenKrupp AG und er schildert sozusagen ja, die Sicht des Verbrauchers, des Großkunden, denn für die haben sich ja auch jetzt hier eine Menge geändert seit der Energiewende und da sind wir sehr gespannt auf Ihre Perspektive. Herr Hiesinger, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Plättner, lieber Kauder, lieber Preis. Sehr geehrte Parlamentarier der CDU-CSU-Fraktion und alle sonstigen Gäste. Vielen Dank für die Einladung zu eurer heutigen Veranstaltung. Das Thema begrüße ich sehr. Sie hatten ja im Titel der Veranstaltung eine wirtschaftliche Gestaltung der Energiewende. Sie können sich sicher sein, wir als Industrieunternehmen sehen das genauso. Da wir es aber im ersten Ansatz als nicht gelungen sehen, wird es Sie nicht wundern, dass ich den einen oder anderen Kritikpunkt habe. Ich möchte aber beginnen eigentlich damit, dass ich die Kritik nicht des Kritisierens willens mache. Ganz im Gegenteil, wir sehen uns als die Industrie, aber auch als das Unternehmen, das ich vertrete, ThyssenKrupp, ganz klar als jemand, der die Energiewende und den Klimaschutz aktiv gestalten möchte. Und das möchte ich Ihnen auch mal belegen, denn nur kritisieren und nicht mitmachen ist natürlich auch für uns, wäre kein Weg, der vertretbar wäre. Wir setzen uns massiv in unseren Herstellungsprozessen für das Thema Energieeffizienz und Reduzieren des Energieverbrauchs ein. Wir haben uns allein als ThyssenKrupp das Ziel gesetzt, bis 2020 3 Terawattstunden pro Jahr den Energieverbrauch zu reduzieren. Das sind 1,3 Millionen Tonnen CO2 und wir haben im letzten Jahr schon 2,75 Terawattstunden erreicht. Wir sind natürlich auch sozusagen Begünstigte durch die Energiewende. Wir sind immerhin der größte Lagerhersteller für die Windindustrie, diese großen Lager. Wir bauen Leichtbaulösungen für, zum Beispiel für die Automobilindustrie. Und ich kann Ihnen versichern, Herr Kauder, wir arbeiten vehement an großen Energiespeichern mit der Redoxflow-Technologie, wo wir im Megawattbereich werden, wo wir zumindest die Nachtzeit werden überbrücken können, also sozusagen, wenn also keine Sonne scheint. Und mit all diesen Maßnahmen eben von der Vermeidung des Energieverbrauchs, aber auch Technologien, die für uns und unsere Kunden einen Wert haben bei dem Thema, die Energiewende aktiv zu gestalten und auch zum Thema Klimaschutz beizutragen. Deshalb ist unser Unternehmen auch von der NGO, Nichtregierungsorganisation CDP, ehemals Carbon Disclosure Project, als eines der weltweit führenden Unternehmen im Klimaschutz ausgezeichnet worden. Und das, obwohl wir energieintensiv sind. Mir ist das deshalb wichtig, eben, dass Sie die Kritik, die ich an der einen oder anderen Stelle nicht einordne, als jemand, der sich dem Thema nicht offensiv und im positiven Sinne stellt, sondern wir stellen uns, aber wir brauchen zur Gestaltung eben Rahmenbedingungen, die ein wirtschaftliches Handeln, die dem sozusagen erfolgreichen Weiterbetrieb eines Industrieunternehmens ermöglichen. Und da sehen wir im Moment eben, Herr Baris, dass dieses Dreieck, das Sie eben beschrieben haben, im Moment eben nicht gleichwertig betrachtet wird, dass eben das Thema zwischen Klimaschutz, der Versorgungssicherheit und der wettbewerbsfähigsten Industrie im Moment nicht ausgewogen behandelt wird. Die Themen sind nicht gleichrangig. Wenn ich etwas provozierend sage, was in den letzten Jahren passiert, ist Folgendes, dass der Klimaschutz und die Klimapolitik alles dominiert. Und wir in der Regel, wenn wir hier so ein Gremium haben wie heute über Energiepolitik und Industriepolitik, wir in der Regel dann nur noch Schadensbegrenzung machen können. Ja?
Und das eben ist etwas, was nicht mehr sein darf. Wir brauchen wieder eine ausgewogene Betrachtung aller drei Dimensionen. Ich sage ausdrücklich nicht nur eine einschließliche Betrachtung aus Industriesicht. Das wäre auch nicht richtig. Aber dass der Klimaschutz alles vorgibt und der alle anderen sich dann kritiklos einzuordnen haben, das ist eine Konsequenz, die auch negative Wirkungen hat. Sie haben es eben angesprochen. Wir haben heute innerhalb Europas sowohl bei den privaten Verbrauchern die höchsten Energiepreise, nur in Dänemark ist es noch mehr, wie auch in der Industrie, da ist es nur Italien, und das sind die Zahlen des BMWIs, also nicht von einem Industrieunternehmen. Und das, obwohl zum Beispiel die beiden Vertreter der Energieversorger gar nicht so viel davon haben. Denn die Energieerzeugung und der Vertrieb machen ja nur 20% etwa der Kosten aus. Der Rest sind eben Umlagen, Abgaben und Steuern. Und wie viel günstiger man hätte erwirtschaften können, zeigen die letzten Ausschreibungen für das Thema Windparks. Wenn man also früher mit dieser überbordenden Forderung der EEG aufgehört hätte und auf marktwirtschaftliche Instrumente gegangen wäre, hätten wir uns nach vorne enorme Kosten mit der EEG-Umlage gespart. Da wird sicher auf Sie als Parlamentarier, auf alle, die Frage zukommen, ob die heutige Finanzierung der EEG durch Umlage auf Dauer Bestand haben wird, denn wir haben ja Zusagen gemacht, die uns die nächsten 15 bis 20 Jahre begleiten. Was mir wichtig ist, wenn ich also sowas sage, diese gleichwertige Betrachtung, dann ist mir wichtig, die deutsche Industrie, auch wir als ThyssenKrupp, haben überhaupt keinen Konflikt im Endziel. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, so wie Herr Kauder das klarstellt, ist ohne Alternative. Auch dass das Thema Klimaschutz eine hohe Relevanz haben muss, ist auch richtig. Wir kritisieren nur die Art und Weise, die für uns Ressourcen- und Geldverschwendung ist, und die Geschwindigkeit, die teilweise unrealistische Ziele macht. In dem Weg per se, dass man ihn einschlägt, sind wir absolut konkurrent mit der Zielsetzung. Warum ist das so wichtig? Sie haben es vorher gesagt, der Wohlstand in Deutschland hängt ganz extrem von der Dimension der industriellen Wertschöpfung ab. Das sind etwa über 20%, so etwas gibt es nicht in einem anderen Land in Europa. Und nur aus dieser industriellen Wertschöpfung werden Primärlöhne bezahlt. Und das generiert ganz wesentlichen Wohlstand in unserem Land. Das heißt, die erfolgreich gestaltete Energiewende erfordert, dass wir auch diese Industrie und vor allen Dingen auch industrielle Wertschöpfungsketten schützen. Nicht, dass wir sie nicht zwingen zu verändern, aber wir müssen einen Weg ermöglichen, der eine Weiterentwicklung der Industrien erfordert. Sie werden sich nicht wundern, dass ich natürlich jetzt eine Wertschöpfungskette ansprechen werde, die bei uns extrem unter Druck steht, das ist der Stahl. Da ist ein Element, da hat die Energiewende gar nichts damit zu tun. Das ist die weltweite Überkapazität. Den Teil, den müssen wir anders handhaben. Aber der zweite Teil ist eine unglaubliche Überregulierung durch nationale und europäische Gesetzgeber. Jetzt habe ich ja zu dem Thema immer, dass man meistens nur noch Aufräumarbeiten macht. Da möchte ich mich erstmal bei Ihnen bedanken. Denn Ihr klares Votum als Parlamentarier bei der EEG-Novelle und dem KWRK hat wirklich dazu beigetragen, dass es weiterhin den Bestandsschutz gibt für Eigenstromerzeugung aus Industriegasen. Das ist absolut sinnvoll, und wenn das nicht gelungen wäre, wäre dort allein für unser Unternehmen ein dreistelliger Millionenbetrag als Folgekosten entstanden. Ein Betrag, den diese Industrie nicht stemmen kann. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie hier ganz klar und erfolgreich Schadensbegrenzung betrieben haben. Aber im Moment stehen wir vor einer noch größeren Gefährdung und im Kostenbild noch viel größer als das Thema EEG und KWK. Das ist die aktuelle Diskussion über den europäischen Emissionshandel. Und auch hier mir klar zu sagen, wir unterstützen, was vermutlich auch Herr Theiss und andere darstellen und auch Herr Berreis, ganz klar, dass wir uns auf ein System des ETS einigen und nicht beliebig viele Förderungssysteme haben. Ja, also das ETS ist ein richtiger Ansatz und man sollte die vielen anderen und konkurrierenden abschaffen. Aber hier brauchen wir auch einen Ansatz, der die Umwandlung der Industrie ermöglicht. Da wird oft gesagt, ja, die Stahlindustrie macht ja nichts. Dem möchte ich heftigst widersprechen. Obwohl die Stahlindustrie ja die freie Zuteilung der CO2-Zertifikate in den letzten Jahren hatte, hat sie trotzdem das Ziel einer Einsparung von mehr als 20% gegenüber 1990 erreicht. Aus Eigeninteresse und weil man natürlich die Sinnhaftigkeit auch des Klimaschutzes sieht und weil natürlich, wenn ich Energie nicht verbrauche, ich auch Kosten sparen kann. Aber das, was jetzt gemacht wird, ist mit den heutigen Technologien nicht mehr möglich.
Was wir jetzt erreicht haben, ist nahe an dem theoretischen Minimum mit der heutigen Art und Weise, Stahl herzustellen. Wir arbeiten an anderen Lösungen, die werde ich Ihnen gleich beschreiben, an branchenübergreifenden Lösungen. Aber diese Lösungen brauchen Zeit für die Innovation und sie brauchen sehr viel Geld für die Investitionen. Und das kann man nur stemmen, wenn man in der Zwischenzeit noch in der Lage ist, überhaupt Gewinne zu erzielen. Aber der heutige Vorschlag der EU-Kommission für die Viertelshandelsperiode von 2021 bis 2030 würde alleine für unser Unternehmen mehr kosten, je nach Benchmark, zwischen 160 und 300 Millionen pro Jahr, also 1,6 Milliarden bis 3 Milliarden in den 10 Jahren bedeuten. Für ein einziges Unternehmen, möchte ich einmal klarstellen. Und das ist natürlich aus den Gewinnen in keinster Weise zu stemmen. Was wir also gefordert haben, ist nicht eine Ignoranz, sondern was wir fordern ist, setzt ein realitätsnahes Benchmark fest auf Basis der 10% besten Anlagen, inklusive der Kuppelgase. Das heißt also nicht Freistellung für alle, sondern es heißt, dass 90% entweder sich zu den Besten bewegen müssen oder höhere Kosten tragen müssen. Das ist mir ganz wichtig. Ja, wir sagen nur, sucht euch ein Ziel aus, das auch realistisch ist und nicht ein Benchmark, das außerhalb von jeder Realität sind. Es sind auch keine Worthülsen, Versprechungen, dass wir nicht an diesen neuen Technologien arbeiten. Jetzt sitzt hier der Herr Professor Schlögel, der war ganz wichtig mit dem Fraunhofer-Institut an einem Projekt, mit dem wir jetzt begonnen haben, das war ja auch in der Zeitung, Carbon to Chem. Wir bauen also im Moment ganz klar in Realität eine Technologie auf, die nutzt das Kuppelgas, das CO2, das also bei der Stahlherstellung entsteht und wird es umwandeln in chemische Basisprodukte, also Düngemittel, Methanol und Ähnliches. Dort haben wir jetzt schon ein Technikum auf unserem Stahlwerk gebaut. Alleine dieses Jahr investieren wir 32 Millionen. Wir schaffen das nicht alleine, da sind Chemieunternehmen dabei, Energieunternehmen dabei, Forschungsinstitute und es wird auch gefördert vom BMWI. Das würde natürlich den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren. Da wir aber die Chance hätten, entweder Energie erzeugen oder chemische Grundstoffe, wäre das auch eine Möglichkeit, auf die Volatilität der erneuerbaren Energien zu reagieren. Wenn es eben zu viel erneuerbare Energien gibt, würden wir chemische Produkte herstellen. Wenn es zu wenig gibt, würden wir das Kuppelgas zur Stromerzeugung nutzen. Würde also ganz im Sinne der Energiewende reagieren. Das Problem ist nur, obwohl wir dort massiv forschen, wird wahrscheinlich die erste großtechnische Anlage, sodass man richtig in den notwendigen Mengen Stahl herstellen kann, nicht vor 2030 zur Verfügung stehen und die Anlage wird etwa 1 Milliarde Euro kosten. Das heißt, wir können diesen Weg nur stemmen, wenn wir bis dahin auch im ETS Rahmenbedingungen haben, die uns überhaupt ermöglichen, bis dahin noch Stahl zu produzieren und auch in dieser Zeit Gewinne zu erwirtschaften, damit man diese Innovation und Investitionen auch bezahlen können. Was uns am meisten schockiert hat, ist, dass eigentlich das Europäische Parlament genau in unserem Sinne eigentlich einen guten Kompromissvorschlag gemacht hat, der aber leider jetzt im Umweltausschuss der Europäischen Kommission gänzlich negiert wurde und da eben der Vorschlag formuliert wurde, den ich eben beschrieben habe mit diesen enormen Folgekosten. Und da bitte ich wirklich Sie als Parlamentarier, dass wir hier wieder Schadensbegrenzung betreiben. Leider ist es wieder nur ein Nacharbeiten jetzt im Trilogprozess, aber das wäre natürlich eine Konsequenz, die würde enorme Wertschöpfungskette gefährden. Und Sie wissen, wenn man eine Wertschöpfungskette am Beginn mal abbricht, kann es auch in die Länge gehen. Vielleicht noch 3 Punkte ganz zum Schluss. Was wird auf uns alle zukommen? Für Sie vielleicht noch mehr als Parlamentarier in der Umsetzung als in uns in der Konsequenz. Die Energiewende muss sicher deutlich mehr als bisher europäisch betrachtet werden. Ich bin sicher, wir werden in der nächsten Legislaturperiode über eine Neufinanzierung der EEG reden müssen. Ich glaube, dass das heutige Modell dauerhaft nicht Bestand haben wird. Wir brauchen, wie Sie sagen, praktikable Rahmenbedingungen für industrielle Großspeicher. Aber was wir vor allem brauchen, damit wir auf diesem Weg die richtigen Entscheidungen treffen, ist wieder eine gleichwertige Behandlung von Klimapolitik, Energiepolitik und Industriepolitik. Und nicht einer geht vor und die anderen müssen mit den Konsequenzen leben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hiesinger, mit einer ganz deutlichen Botschaft. Die Industrie macht mit, aber es muss halt eben ausbalanciert werden zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz. Sie haben Herrn
Professor Dr. Schlögl schon angesprochen, der sozusagen der Experte ist für all diese schwierigen Themen, die wir angesprochen haben. Herr Professor Schlögl ist Direktor des Max-Planck-Instituts für chemische Energiekonversion und auch Direktor des Fritz-Haber-Instituts der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin und in Mülheim an der Ruhr, da ist die Energiekonversion zu Hause. Und er leitet ein Akademieprojekt, das heißt ESIS, und da haben sich 100 Wissenschaftler zusammengetan und die schauen wirklich aus streng wissenschaftlicher Sicht, was denn eigentlich möglich ist und wie die Zukunft aussehen kann, wie wir 2015 mit unserer Energie umgehen sollten. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Freut mich, Herr Professor Schlögl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Barreis, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich spare mir die freundliche Begrüßung aller anderen, wurde ja schon vorhin gemacht, und versuche zum Thema zu kommen. Ich habe das gleiche Thema wie mein verehrter Vorredner, aber als Wissenschaftler werden Sie natürlich hoffentlich davon ausgehen, dass ich das mit einem anderen Fokus mache. Das möchte ich auch gerne tun. Ich möchte als erstes mal ein Statement machen. Energiewende ist schön. Das ist was Gutes, dass wir das tun. Und es gibt immer so einige Tendenzen, ah, das ist schwierig und das versteht man nicht und das ist schlecht für uns, das ist überhaupt nicht schlecht. Ich glaube, dass das einer der wichtigsten Innovationstreiber für die Zukunft in diesem Jahrhundert ist und das kann man sich vielleicht schon mal sagen, dass das bei uns anfängt. Wenn man durch die Welt fährt, stellt man fest, dass wir ein seltenes Land sind, wenn es um die Motivation der Energiewende geht. Wir glauben, und ich stimme da auch mit Herrn Kauder völlig überein, dass eigentlich der Klimaschutz das oberste Ziel sein sollte, unabhängig davon, dass es richtig ist, dass es ein Dreieck gibt und das Dreieck ist gleichseitig und nicht gleichschenklig für den Naturwissenschaftler. Für die Nicht-Naturwissenschaftler ist die Gleichwertigkeit der drei Ziele. Wenn man durch den Rest der Welt fährt, dann stellt man fest, dass die anderen Länder unter Energiewende auch was völlig anderes in der Motivation verstehen. Ich war jetzt gar kürzlich bei den Kollegen in den USA und hatte mit Offiziellen der Trump-Regierung zu tun. Und die haben ganz klar gesagt, es gibt keine Verantwortung eines Landes für den Gebrauch der Energie im Verhältnis zu anderen Ländern. Ja, wenn das wirklich so wäre, dann hätten wir ein Problem. Also das geht wirklich nicht. Und deswegen haben wir eine schwierige Aufgabe vor uns, nämlich die Energiewende bei uns muss nicht nur in Deutschland gelingen, das sind 2% des Problems, sondern wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir das Rollenmodell für die anderen sind und dass man diese negative Haltung in der Welt überwinden kann. Und wenn das nicht gelingt, wird es keine Energiewende auf der Welt geben. Wir sind nur 2%. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das bei uns alles gut ist und dass wir das alles glauben und dass wir das Oberziel Klimaschutz auch in der Gesellschaft verankert haben, immer mit dem Kaviar und so weiter. Dann ist die erste Beobachtung, die ich mache, das funktioniert garantiert nur international. Eine deutsche Energiewende alleine brauchen wir echt nicht. Und ich kann das nur ganz stark unterstützen, was mein Vorredner gesagt hat. Also die Reparatur der EU ist die wichtigste Aufgabe für die Energiepolitik der Zukunft, sonst wird das nichts. Und zwar Reparatur meine ich deswegen nicht nur, dass sie nicht auseinanderfällt, sondern dass die Entscheidungswege so werden, dass einigermaßen auch vernünftige Dinge da getroffen werden und nicht immer nur hinten nachgekämpft werden muss. Das ist ein ganz schwieriges Problem, das wir da vor uns haben, aber ich glaube, dass es für die Politik die größte Herausforderung ist, an der Stelle zu arbeiten. Das ist auch für die Wissenschaft wichtig, denn ein Punkt, der jetzt vorhin nicht so gesagt worden ist, ist, der Tod der Energiewende ist das kurzfristige Handeln an den Rahmenbedingungen. Das geht gar nicht. Wir müssen eindeutig wissen, wo es hingeht, was die Rahmenbedingungen sind und wie sich die in der Zukunft verändern. Und eindeutig meine ich mindestens dekadenweise. Denn so wie die Wirtschaft Dekaden für die Investition braucht, brauchen auch wir Dekaden für die Innovation. Es geht eben nicht so schnell. Und wenn es alle paar Jahre was Neues gibt, dann wird das ganz schrecklich werden. Die Kollegen in den USA erleiden das jetzt gerade und sie erleiden alle 5 Jahre wieder was Neues und das möchte ich bei uns garantiert nicht haben. Ich bin deswegen auch froh und sage das ganz deutlich, dass bei uns das BMBF sehr dafür sorgt, dass Kontinuität in der Energieforschung herrscht und da bin ich sehr zufrieden und ich glaube, dass wir da einen riesigen Standortvorteil in Deutschland haben, darf man an der Stelle mal ausgesprochen sagen. Ich möchte Ihnen eigentlich nur eine Botschaft zurufen, weil Sie können sagen, Wissenschaftler, mein Gott, die verstehen ja eh nichts davon. Ja, es war, wir verstehen da nicht so viel davon, die Experten sitzen neben mir. Aber einen Punkt möchte ich dann doch hier loswerden aus meiner Sicht, und zwar die Energiewende kann nur gelingen, wenn man sie systemisch angeht. Wir sind daran gewöhnt zu sagen, es ist das Energiesystem.
Aber tun, tun wir das überhaupt nicht. Tun, tun wir alles ganz klein, klein kompartimentiert. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Und an dieser Kompartimentierung scheitert es auch, dass wir vernünftigerweise einen guten Return on Investment kriegen. Weil ein System ist ein System und wenn man an einer Stellschraube dreht und nicht weiß, was alles noch alles passiert, dann kann man sehr häufig erleben, dass das, was man intendiert hat, nicht rauskommt. Ich erwähne jetzt nur ein Wort, E10. Da kann man sofort sehen, wie das funktioniert. Das war nicht so gut. Ich möchte einen zweiten Punkt loswerden. Wenn wir systemisch daran gehen würden, dann würden wir uns auch von einem Wort verabschieden, das uns die Energiewende sehr schwer macht. Das ist das Wort dekarbonisieren. Das ist nicht möglich. Man kann die Energie nicht dekarbonisieren. Und zwar deswegen, weil wir und alle Nutzer der Energie auch aus Kohlenstoff bestehen. Und darum geht das geht nicht. Kann man nicht machen. Also kann man im günstigsten Fall die Energie, das Energiesystem partiell defossilisieren. Das ist aber ganz was anderes. Weil nämlich dann herauskommt, dass die endgültige Lösung für das Energiesystem auch nicht nur der Einbau der erneuerbaren Energien für die Stromversorgung ist, da fällt die Hälfte des Energiesystems nämlich weg, die besteht gar nicht aus Strom, das hat Herr Hiesinger auch vorhin schon gesagt, sondern es geht darum, das CO2 im Kreislauf zu führen, so wie die Natur das auch macht. Die Natur hat einen etwa 25 Mal größeren CO2-Kreislauf als die Menschen erzeugt und das macht überhaupt nichts fürs Klima, das ist völlig stabil. Also werden wir doch das in Gottes Namen zusammenkriegen, so einen kleineren CO2-Kreislauf menschengemacht auch als Kreislauf zu erzeugen und die ganzen Prozesse zu schließen. Das ist die eigentliche Aufgabe, die wir haben. Und dann spielt es eben keine Rolle mehr, wie man das genau macht, weil es gibt dann sehr viele Optionen. Sobald man den CO2-Kreislauf schließt, spielt auch die Verwendung von Kohlenstoff in der Stahlindustrie, in der Glasindustrie, in der Zementindustrie keine Rolle, wird ja geschlossen. Ja, wenn das so einfach wäre, dann sagen, warum haben wir dann überhaupt ein Problem? Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Und es ist aber, Sie dürfen das gerne dann ein bisschen uns überlassen. Ich könnte Ihnen jetzt lange erklären, wo da die Forschungsherausforderungen sind. Das tue ich aber nicht. Da können Sie mich gerne danach fragen, dann beantworte ich die in der Fragestunde. Sondern ich möchte mich weiter bewegen. Wenn man glaubt, dass das systemisch ist und wenn wir einen Kreislauf bauen wollen, dann muss man die Frage stellen, wer ist dafür verantwortlich, dass das passiert? Und das sind Sie, das ist die Politik. Die Politik muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und hier ist die Betonung, die richtigen Rahmenbedingungen. Jetzt sage ich auch was, was Sie vielleicht nicht so gerne hören wollen. Man kann die Energiewende mit einem Bild vergleichen und ein Bild hat einen Bildinhalt und einen Rahmen. Und ich habe im Augenblick so eher das Gefühl, dass die Politik sehr gerne an den Verästelungen des Bilds malt, aber nicht an dem Rahmen. Also die detailreiche Darstellung der Energiepolitik, die Sie betreiben, ist gewaltig und ich habe in der Vorrede sehr schön gehört, Sie wollen den Markt gehen, kommen lassen, ist alles super. Aber wenn ich mir die tägliche Arbeit anschaue, dann stelle ich fest, dass also die Regelungsdichte gewaltig ist und stark zunimmt. Also, und da glaube ich, da muss grundsätzlich, muss man darüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist. Sie müssten unbedingt Technologieoffenheit produzieren. Es hat keinen Sinn, dass sich die Politik um Technologien kümmert. Das braucht es nicht, das können andere auch. Also, aber Sie müssen klar vorgeben, was der Rahmen ist und was noch viel wichtiger ist. Sie müssen diesen Rahmen auch wehrhaft verteidigen. Es geht nicht darum, dass die nachgeordneten Behörden und Ministerien, die diese Rahmen dann überwachen sollen, sich ausschließlich darauf verlassen, dass ihnen irgendwelche Leute ein Zertifikat bringen. Sie müssen das schon selber können. Also die Geschichte, die wir mit Dieselgate erlebt haben, muss man nicht in anderen Bereichen der Energie auch erleben. Da hier fehlt es an was. Und das ist etwas, was, glaube ich, bei Ihnen repariert werden muss. Das, glaube ich, ist nicht gut. Dann sage ich noch ein Wort über Beteiligungen. Wenn dieser Rahmen geschaffen wird, dann müssen innerhalb des Rahmens müssen alle Stakeholder einen Platz finden. Das sind viele, die hier auch vertreten sind, aber es ist auch die Wirtschaft und es wurde in der Anmoderation auch schon deutlich gesagt, ich teile auch die Meinung dieser Darstellung, die Wirtschaft ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Also nicht ganz so hart, sagt man vielleicht nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, dann klingt es etwas freundlicher, aber es ist schon so gemeint. Die Energiewende wird nicht von der Politik und nicht von der Gesellschaft umgesetzt, sondern von der Wirtschaft. Das kann überhaupt nicht anders funktionieren. So, jetzt kommen noch zwei Punkte und dann lasse ich es gut sein. Wenn man diskutiert, dann habe ich sehr häufig den Eindruck, dass Sie nicht über alle Optionen
Bescheid wissen, die es eigentlich gibt zu einer bestimmten Frage. Wenn man nämlich über solche Rahmensetzungen debattiert, da haben wir jetzt zwei schöne Beispiele, nämlich den Kohleausstieg auf der einen Seite und die Diskussion um den Dieselmotor auf der anderen Seite, dann stellt man fest, würde man einen Wissenschaftler fragen, dann wird Ihnen der erklären, dass außer den Dingen, die Sie so landläufig in der Zeitung lesen, auch noch ganz andere Optionen existieren, die auch sehr nützlich für die Energiewende und den Klimaschutz wären, die wir auch alle kennen, die aber deswegen, weil sie bei Ihnen nicht bekannt sind, gar nicht in die Diskussion finden. Ich mache jetzt ein Beispiel dazu. Herr Isinger hat das angedeutet mit den Grundchemikalien, die in seinem Carbon-to-Chem-Projekt erzeugt werden. Eine Lösung davon ist, daraus ein Molekül zu machen, das der Chemiker unter dem Namen Oxymethylenether kennt. Dieses Molekül ist ein hervorragender Dieseltreibstoff, der vollständig emissionsfrei verbrennt. Dann brauchen Sie keinen Filter mehr, Sie erzeugen keinen Feinstaub und kein NOx und Sie brauchen auch keinen Rechtsanwalt dafür. Nur das Molekül reicht schon. Und dieses Molekül kann man aus Methanol in einem einstufigen Syntheseprozess herstellen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Muss man aber wissen, dass das gibt. Und bei dem Kohleausstieg gäbe es auch außer Kohleverbrennen noch etwas, was auch noch nicht so bei Ihnen bekannt ist, nämlich Kohlevergasen. Kohlevergasen wäre eine super Methode, um die Volatilität der Stromerzeugung wegzukriegen und gleichzeitig die ganzen Chemikalien zu erzeugen, die wir heute durch den Import von Erdöl erzeugen. Auch das könnte man tun. Die Technologie ist bekannt, ist in Deutschland erfunden worden, mit deutschem Steuergeld in den 70er und 80er Jahren in die Großtechnik befördert worden, dann im Jahr 2001 weggesprengt worden, weil man gesagt hat, braucht man nicht. Ja, muss man darüber nachdenken. Mein letzter Punkt. Wie wird die Energiewende politisch verortet? Da sehen wir einiges, dass das hier ist, ist wunderbar. Ich bin aber der Meinung, ich möchte drei Punkte machen an der Stelle. Ich glaube, dass die Energiewende im parlamentarischen Prozess noch stärker verortet werden muss, als das jetzt ist. Das ist ein Generationenprojekt, das weit über eine Legislaturperiode hinausreicht. Und deswegen braucht es einen stabilen und dauerhaften Anlauf im Parlament. Das ist mein erster Punkt. Das war jetzt nichts gegen Sie hoffentlich, das nicht bösartig meint. Zweitens, ich bin der Meinung, es braucht kein Energieministerium. Und zwar deswegen, wenn Energie wirklich eine Querschnittssystemaufgabe ist, dann kann es kein Ministerium geben, das einen querschnittssystemischen Durchgriff in unsere Gesellschaft hat. Das gibt es nicht, das wäre ein Superministerium. So etwas wird es nicht geben. Es braucht eine gescheite Koordination. Da hat diese Regierung schon einiges gemacht, das ist mir bekannt und ich sehe das auch in meinem Leben, aber das kann man noch verbessern, da ist Luft nach oben. Die Koordination zwischen den Ministerien könnte besser werden. Und das Letzte, was ich glaube, was man noch tun sollte, ist, Sie haben eine Einrichtung geschaffen in Ihrer Weisheit, die gar nicht schlecht ist, nämlich ein Monitoring der Energiewende. Das ist eine sehr gute Einrichtung, allerdings total unterkritisch. Sie müssen diesen mir sehr gut bekannten Kollegen, die das machen, einfach ein bisschen mehr Ressourcen und Freiheiten geben, dass die ordentlich monitoren können. Da haben wir und alle viel mehr davon, wenn der Monitoringbericht etwas substanzieller wird. Und der ist einfach deswegen nicht substanziell, weil mit drei Hanseln können Sie die Energiewende nicht monitoren. Das ist einfach lächerlich, das geht nicht. Da muss man ein bisschen mehr Substanz dahinter setzen. So, und das allerletzte wäre jetzt, dann höre ich auf, Optionen brauchen wir, und zwar viele Optionen. Und die Entwicklung von Optionen ist zur Hälfte unsere Aufgabe, zur Hälfte die Aufgabe der Industrie. Und deswegen wäre es auch sehr sinnvoll, die Arbeit sich so zu teilen. Wenn man überlegt, die Optionen entstehen in der Wissenschaft, und ich würde sehr dafür plädieren, dass man eine ordentliche Verteilung der Aufgaben macht zwischen langfristiger Optionsentwicklung im BMBF und kurzfristiges Rollouts von Optionen im Wirtschaftsministerium. Da gibt es jede Menge von Kleinkram und Streit, der da herrscht. Darunter leiden wir sehr stark. Das sage ich jetzt einmal ganz deutlich. Und hier wäre bei der nächsten Koalitionsfindung eine gute Aufgabe, ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Schlögl, für diese klaren Worte. Sie haben ganz klar gesagt, man muss irgendwie etwas längerfristig denken, dekadenweisen für Innovation und Investitionen. Ich habe aber nicht gehört, dass Sie gesagt haben, wir sollen die Legislaturperiode auf 10 Jahre verlängern. Das war jetzt nicht Ihre Form. Und Sie haben auch ganz klar gesagt, die Wirtschaft muss es machen. Und da kommen wir natürlich jetzt direkt zu Herrn Dr. Johannes Theissen, die Sicht der Wirtschaft.
Herr Theissen, Jurist von Hause aus, begann seinen Energiewerdegang bei Preußen Elektra 1989, ist also wirklich schon lange dabei und ist seit 2001 bei E.ON, das Unternehmen, das sich mit der Energiewende eben auch ganz stark gewandelt hat. Und seit 2010 sind Sie Vorsitzender des Vorstands der E.ON SE. Und Sie sind aber auch, weil wir das Thema Europa jetzt auch schon mehrfach gehört haben, auch wichtig zu wissen, Präsident des Europäischen Spitzenverbandes der Stromwirtschaft, Euroelectric. Herr Theissen, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Müssen wir ein bisschen ändern. War Präsident des Europäischen Stromverbandes, macht aber nichts. Steht auf Ihrer Homepage. Da haben wir ein Problem. Lieber Herr Bareis, verehrte Abgeordnete, liebe Gäste, herzlichen Dank für die Einladung zu dem spannenden Forum. Wenn man nur wenige Minuten Zeit bekommt, muss man sich konzentrieren und auf Wichtiges reduzieren. Daher drei Themen, ein paar kurze Stichworte zu E.ON, dann zu den Themen der auslaufenden Legislaturperiode, insbesondere dem wenigen, was wohl noch ansteht, und schließlich die großen Herausforderungen der Zukunft politisch ab September. Wo steht E.ON in den ersten Wochen dieses Jahres? Der um die Jahreswende 2015 angekündigte Konzernumbau ist geschafft, ein Dekadenprojekt, für uns mindestens so groß wie die Energiewende. Die größte bisher jemals getätigte europäische Unternehmensspaltung ist vollzogen. Wir bei E.ON kümmern uns im Kern nur noch um das Kundengeschäft in der neuen Energiewelt. Intelligente regionale Netze, die nicht mehr Strom und Gas von Großkraftwerken zu örtlichen Abnehmern bringen, sondern Netze, die Menschen und Betriebe vor Ort wirklich vernetzen. Denn so kann dezentral erzeugter Strom auch im örtlichen Umfeld optimal genutzt werden, mit anderen geteilt oder eingesetzt werden. Wir kümmern uns um neue Lösungen für Kunden, damit sie ihre Energie auf regenerativer oder kleinteiliger Basis genau so zur Verfügung gestellt bekommen, wie es zu ihren Produktionsprozessen passt und nicht davon abhängen, was man ihnen über den Gartenzaun wirft. Und wir bieten Sensorik, digitale Bausteine, damit die Kunden die eigenen Energie- und Produktionsanlagen so effizient nutzen und weniger verbrauchen. Und schließlich haben wir Kompetenz auf dem Gebiet regenerativer Großtechnologien für Wind- und Solaranlagen. Wir sind einer der Weltmarktführer bei Offshore-Wind. Wir sind sehr groß im Onshore-Wind und machen einiges in der Photovoltaik. Intelligente Netze, differenzierte Kundenlösungen und erneuerbare Technologien sind die Bausteine der künftigen Energiewelt. Sie sind dieses nicht mehr aus ideologischen Gründen, sondern dies ist technologiebasiert. Dies ist für die Kunden konkret wirtschaftlich vorteilhaft, wenn es richtig gemacht wird. Und sie sind die Angebote für eine nachhaltige Wirtschaft im 21. Jahrhundert. Schauen wir auf die Legislaturperiode. Sie haben zugegeben viel bewegt, etwa die von Ihnen selbst geschilderte Nachsteuerung des EEG in vielen Schritten, mit den jetzt sehr erfolgreichen Auktionen. Bleiben Sie dabei, reduzieren Sie Ausnahmen und leben Sie es. Denn niemand ist am Ende klüger als der Markt und Investoren, die endlich selbst verantwortlich sind für jede ihrer Investitionen, denken auch sehr sorgfältig nach über das, was sie tun. Dann ein zweiter Baustein, den ich nicht kurz ansprechen will, die endgültige Befriedung des jahrzehntealten Streits um die Abwicklung der Kernenergie. Da haben ganze Generationen ja auf dem Bauzaun verbracht. Endlich ist entschieden, dass immer der bezahlt, der etwas entscheidet und verantwortet. Die Industrie, die Stilllegung, den Abriss der alten Reaktoren, das ist ein industriepolitisches Tun, das muss man beherrschen. Und die Politik, die Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Reste, da geht es im Jahrhundert womöglich Jahrtausend Themen, das kann man gar nicht industriell regeln. Und das darf auch kein Unternehmer entscheiden, das ist eine politische Entscheidung. Der Weg war steinig, von KfK-Kommission über Verhandlungen, Umsetzung in Gesetz und Vertrag. Auch wenn der Preis für die Industrie sehr, sehr hoch wurde, möchte ich mich trotzdem ausdrücklich bei Ihnen, den Abgeordneten hier, bedanken für Ihren Einsatz. Und ich bitte auch schon an dieser Stelle um Verständnis, Herr Bareis, dass ich weiter auf die Rückzahlung der Brennelementsteuer hoffe. Sie hatte nichts mit Entsorgungsfragen zu tun.
Sie war von der Bundeskanzlerin gefordert als die Gegenleistung für die von ihr hinterher abgesagte Laufzeitverlängerung. Aus rechtlichen Gründen und wem das nicht reicht, schon aus Gründen der Fairness, hätten wir den Sieg verdient. Und wenn wir ihn bekommen, werden wir die Mittel für den Abriss und die Abwicklung der Kernenergie einsetzen, nichts anderes. Was bleibt in den wenigen Wochen? Zu behandeln ist noch das sogenannte NEMOG-Gesetz. Kann man gar nicht aussprechen. Netzentgeltmodernisierungsgesetz. Hier bitten wir Sie im Parlament nachzusteuern. Und zwar unabhängig davon, ob Sie aus 4 oder aus 12 anderen Bundesländern kommen. Die Energiewende ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. Windstrom fällt besonders in Nord- und Ostdeutschland, Solarstrom besonders intensiv zum Beispiel in Niederbayern an. Das hat was mit Natur zu tun und nicht mit Vorlieben. Und deswegen fallen die hohen und wachsenden Kosten des sogenannten Einspeisemanagements, um konventionell Erneuerbare auszugleichen, und des Redispatch, also des Hin- und Hersteuerns konventioneller Anlagen hinter Wind und Sonne hinterher, das sind die Bausteine für die von Ihnen beschworene Versorgungssicherheit, die fallen eben besonders da an, wo die Erneuerbaren stehen und nicht woanders. Das hat nichts mit unterlassenen Investitionen in Netze zu tun, und zwar gar nichts. Alle deutschen Regionen profitieren gleichmäßig von den Vorteilen der Energiewende durch niedrigere Großhandelspreise, die zugegeben nur zum kleinen Teil bei den Verbrauchern ankommen, aber da wissen wir auch, woran es liegt hier gemeinsam. Sie profitieren von der besseren Klimabilanz und vielen anderen Nebenwirkungen. Die Menschen und Betriebe in den ohnehin strukturschwächsten Regionen Ost- und Norddeutschlands können nicht allein auf diesen energiewendebezogenen Kosten sitzen gelassen werden. Die Preise für Geschäftsbetriebe, für Industrie in diesen Regionen, im Osten, wo schon viel an Gewerbeindustrie fehlt, in Schleswig-Holstein, sollen in diesem Jahr jetzt um 80% steigen, allein wegen dieser Kosten. Und da kann man nicht wegen Wahlen in ein oder zwei Bundesländern ein Thema dann mal liegen lassen. Und erlauben Sie mir gerade, und nehmen Sie das bitte nicht persönlich, auch in Baden-Württemberg wurde vielleicht aus politischen Gründen im Vorfeld einer Wahl mal bestimmte Entscheidungen getroffen. Ob das dann alles nachhaltig war, wissen wir auch nicht mehr. Also ich appelliere daran, dass hier im Mai, Juni in den Parlamentsanhörungen das getan wird, was das Solidaritätsprinzip unseres Grundgesetzes fordert, dass nämlich bundesweite Lasten auch bundesweit gemeinsam und fair getragen werden. So viel zur auslaufenden Legislatur. Jetzt zum wichtigeren, Herausforderungen in der nächsten Legislaturperiode. Auch hier nur 3 hoffentlich klare Aussagen. Wir reden immer von der Energiewende, wir haben sie gar nicht. Wir haben eine Stromwende. Und in der nächsten Legislaturperiode muss die Stromwende endlich zur echten Energiewende werden. Strom wird und kann der Modernisierungsmotor für eine effiziente, dezentrale und grüne Wirtschaft von morgen sein. Öl, Kohle und Gas kann man nicht lokalisieren und dezentralisieren. Strom schon. Nur 13% der im Wärmesektor eingesetzten Energie ist heute lokal und grün, nur 5% im Mobilitätssektor, weit über 30% im Stromsektor und stark wachsend. Und es hilft nichts, meine Damen und Herren, wenn wir Strom immer besser, grüner und billiger machen, ihn dann aber am nächsten Tag abregeln oder ins Ausland verramschen. Deswegen brauchen wir gleiche Wettbewerbsbedingungen und eine ganz andere Verteilung der Lasten der Stromwende auf die Energiewirtschaft durch eine Umfinanzierung der heutigen Kosten auf alle Schultern, auch die Schultern von Öl, von Kohle und Erdgas. Wenn der Staat dann noch seine Windfall Profits aus der Stromwende, ich nenne mal nur die immer höheren Umsatzsteuererlöse auf steigende Preise und Umlagen, zurückgibt an die Menschen, indem er die Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz senkt. Und dabei hätte er noch nichts verloren, was er nicht vor der Stromwende gehabt hätte. Kein Euro aus dem Steuertopf weniger als vorher.
Wenn diese beiden Schritte passierten, die Stromsteuer entlasten und den Rest der EEG-Umlage auf alle Schultern verteilen, dann kann der Strom seinen Beitrag für eine echte Energiewende leisten. Denn dann kann auch der Wärme- und Mobilitätssektor modernisiert, dezentral und grün werden. Grüne und kleinteilige Technologien werden dann schnell weiter wachsen und wertvolle Beiträge liefern. Wenn wir dann noch die regionalen Netzbetreiber und Stadtwerke dafür sorgen lassen, dass zuerst die Systeme vor Ort optimiert werden und so viel Energie örtlich genutzt wird, wie die Systeme hergeben, und nicht alles immer über die Stromautobahnen abtransportiert wird, dann kann wirklich eine Energiewende gelingen. Zweites Thema, die Energiewende muss innovativer werden. Etwa die Digitalisierung dieses Wirtschaftsbereichs kann uns in Deutschland einen Schub geben. Im Strombereich dominieren die Datenmonster aus den USA noch nicht. Wir müssen aber hier ganz schnell und mutig die Rahmenbedingungen schaffen, damit aus Deutschland neue Lösungen kommen, die wir auch in die Welt exportieren können. Dazu gehören dann auch Spielregeln, etwa um das Thema Elektromobilität. Herr Kauder hat ausgesprochen, dass es noch nicht so beliebt ist. In Kopenhagen etwa, der grünsten Hauptstadt Europas, sind wir als Unternehmen mit tausenden Ladestationen und hunderttausenden Transaktionen jährlich vor Ort aktiv und bieten ein Potpourri immer neue Angebote von Flatrates und alle möglichen. E-Mobility kann leben, aber dafür braucht man Daten. Oder leichtgängigere Mieterstrommodelle, damit nicht nur reiche Haus- und Landbesitzer, sondern auch sozial schwächere Mieter an der Energiewende mitbauen dürfen und diese nicht nur bezahlen müssen. Und durch intelligentere Steuerung muss es sich im Netz auch mehr lohnen, wenn man durch intelligente Technik Investitionen vermeidet, anstatt nur dafür belohnt zu werden, immer mehr Kupfer in die Landschaft zu legen. Innovationsprämien, nicht Kostenwälzung, muss Thema der Regulierung von morgen sein. Und das dritte Thema, die im Stromsektor zu Recht verbleibenden Kosten müssen fairer verteilt werden, damit auch hier in diesem Sektor die Stromwende, die Energiewende nicht an Ungerechtigkeiten oder Widersprüchen scheitert. Zum Beispiel die sich stärker selbstversorgenden Kunden, die wir dabei gerne unterstützen und das auch lohnen für sie, brauchen natürlich die Absicherung aus dem Netz. 100%ige Autarkie, die letzten Prozente sind fast unbezahlbar. Das wissen wir alle auch ganz genau, deswegen haben wir alle Versicherungen. Feuerversicherung, Krankenversicherung, wir können das meiste auch selbst bezahlen. Und das meiste Geld wälzen wir nur einmal um. Aber die schlimmen Krankheiten, die schlimmen Unfälle. Dafür brauchen wir Versicherungen. Und genauso braucht selbst ein Betrieb, braucht ein Haushalt, der sich stark selbst versorgt, unbedingt die Anbindung, die Sicherheit durch das Netz, sonst würde es unbezahlbar wieder werden. Aber dann, und diese Leute brauchen und nutzen das Netz, auch aus guten Gründen, viel intensiver als die Kunden, die nur die Energie aus dem Netz ziehen, aus den Großkraftwerken. Denn jede Stunde wird abgegeben, aufgenommen, optimiert, geteilt. Also die Kunden zu Recht nutzen das Netz intensiv und intelligent und nicht nur nach Nettoprinzipien. Aber deswegen brauchen wir auch in Zukunft irgendwann eine Abrechnung wie in der Versicherung nach der angemeldeten Absicherungsleistung und nicht nach den in Anspruch genommenen Kilowattstunden. Das ist ein völlig unsinniges Prinzip von gestern. Wir haben noch viele Elemente in unserer Regulierung, die kommen aus der Welt von gestern und haben mit der Welt von morgen überhaupt gar nichts mehr zu tun. Sie merken, das hätte ich vielleicht vor 2 Jahren dann anders gemacht, dass ich kein Wort über Kohlekraftwerke und Heinrich nicht mal was zum ETS jetzt gesagt habe. Nicht, dass ich beim ETS nur wegen Abspaltung der Uniper meine Meinung geändert hätte. Ich glaube ehrlich gesagt weiterhin, dass wir vernünftige Reformbausteine zum ETS brauchen. Ich persönlich glaube auch weiterhin, dass wir Mindestpreise brauchen bei einer angemessenen Freistellung energieintensiver Branchen. Aber das sind nicht unsere Kernthemen bei der neuen E.ON. Andere sind hier besser berufen. E.ON ist eben das Kundenunternehmen von morgen und nicht das Systemunternehmen von gestern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Theissen. Auch eine Menge Stoff gleich für die Diskussion.
Wir freuen uns jetzt, dass wir noch eine zweite Sicht aus der Wirtschaft haben, nämlich mit Frau Dr. Marie-Louise Wolf. Es reicht, wenn ich einfach Wolf sage, hat sie mir gesagt. Sie könnte auch eine ganz andere Sicht da reinbringen, denn sie ist studierte Musikwissenschaftlerin, wäre auch nochmal eine schöne Perspektive. Aber hat sich dann doch der Energiewirtschaft verschrieben und war auch länger bei E.ON tätig. Sie kennen sich also und seit 2013 Vorstandsvorsitzende der Entega AG. In der Tradition klassischer Regionalversorger, aber jetzt eben einer der größten Ökostromanbieter Deutschlands. Frau Marie-Louise Wolf, Sie haben das Wort, bitte schön. Sehr geehrter Herr Kauder, sehr geehrter Herr Bareis, sehr geehrte Parlamentarier, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt einladen zu einem Blick in die Praxis der Umsetzung der Energiewende. Und dazu habe ich Ihnen auch etwas mitgebracht, nämlich so ein Puzzlestück. Das ist ein Stück aus einem Puzzle. Stellen Sie sich vor, es hatte 1000 Teile. Und beim Puzzlespielen macht man ja eine verblüffende Beobachtung. Wenn nämlich man ein Puzzlestück in seiner Wirkung unterschätzt hat oder man es gar an der falschen Stelle eingesetzt hat, dann kommt man mit den restlichen 999 Teilen nicht mehr so richtig weiter. Es entsteht dann auch kein so richtiges Bild. Und so geht es uns manchmal als Regionalversorger mit der Energiewende. Denn ein ganz wichtiges Puzzleteil, das im Bild der Energiewende erstaunlicherweise häufig vollkommen unterschätzt wird, das sind die Verteilnetze. Wir hören und lesen von den großen Nord-Süd-Übertragungstrassen, deren Ausbau weit hinter Plan liegt, von den Bürgerprotesten gegen solche Trassen und natürlich von der Finanzierbarkeit all dessen, 30 Milliarden Euro. Aber wir wissen ja, neben den Autobahnen braucht man auch Land-, Stadt- und Dorfstraßen. Und in der Welt der Energieversorgung sind das die Verteilnetze. Sie sind übrigens keineswegs kleiner, sondern sie sind ganz im Gegenteil 50 Mal größer oder besser gesagt länger als die Übertragungsnetze. Weit über 1,7 Millionen Kilometer ist dieses Land- und Stadtstraßennetz für Strom bei uns lang, gegenüber, in Anführungsstrichen, nur 36.000 Kilometern, die das Übertragungsnetz hat. Ein riesiges, feines, sehr weit verzweigtes Netz ist also dieses Verteilnetz. Eine Art Spinnengewebe könnte man meinen, unterirdisch verlegt, das haben wir alle schon gemacht, das alle Verbrauchsgeräte mit Strom füttert. Von der elektrischen Zahnbürste zum Gefrierschrank, dem 3D-Drucker oder dem Elektroauto. Ein Netz aber, über das niemand wirklich spricht. Denn bisher läuft da ja auch alles ganz schön reibungslos. Bevor ich Ihnen näher erläutere, warum dieses eher unbeachtete Puzzlestück, das da häufig fehlt im Bild der Energiewende, in den nächsten Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen wird, und Herr Dr. Theissen hat es schon angedeutet, möchte ich noch zwei Sätze über das Unternehmen sagen, das ich leiten darf. Die Entega AG ist hier das kleinste Unternehmen in der Runde. Wir sind einer von den rund 10 mittelständischen kommunalen Versorgern in Deutschland, etwas größere Stadtwerke also. Wir als Entega betreiben 20.000 Kilometer Netze. Wir kümmern uns um 700.000 Kunden. Wir haben etwas über 2.000 Mitarbeiter und wir gehören mehrheitlich der Stadt Darmstadt. Wir sind ehrlich gesagt ein Fan der Energiewende. Wir waren das eigentlich schon, bevor es das Wort überhaupt gab. Denn wir haben schon vorher begonnen, massiv in den Ausbau der Erneuerbaren zu investieren. Rund 1 Milliarde Euro in Windparks, Photovoltaikanlagen, Gaskraftwerke, aber auch in Biogas und Geothermie. Wir sind also auch dank der Unterstützung der Politik weit vorangekommen auf unserem Weg von einer zentralen fossilen nuklearen Erzeugung hin zu einer dezentralen Energiewelt, an der sich jeder beteiligen kann, so auch wir, mit bis zu 80% erneuerbarer Einspeisung. Dieses Ziel, so haben wir ja heute auch in den Vorgängervorträgen oft gehört, teilen wir hier mehrheitlich. Aber was genau verstehen wir eigentlich unter dezentraler Energieversorgung? Für den einen heißt das viele Windräder an besonders windhöfigen Standorten im Norden und Osten des Landes. Für andere bedeutet es eine möglichst verbrauchsnahe Erzeugung und Versorgung, einen intelligenten Mix aus Strom- und Wärmeproduktion samt Speicherung am Ort des Verbrauchs.
Eines vorweg, nur dieses letztgenannte Bild entspricht eigentlich dem Ziel einer dezentralen Energiewelt. Wie es auch, und auch das ist heute schon angeklungen, immer mehr Menschen im Land anstreben, weil sie den persönlichen Mitmachaspekt schätzen. Die Elemente von Autarkie, von Selbstversorgung und natürlich auch die Preisvorteile, die sich aus einem Internet der Energie, so könnte man das Ziel formulieren, der Energiewende ja ergeben. Auch Herr Kauder hat das schon angesprochen. Wir haben es heute mit mehreren hunderttausend von Produzenten zu tun, auf die wir uns auch einlassen müssen. Allein in unserem Entegernetz sind deshalb in den letzten Jahren ganz geräuschlos über 10.000 PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen, neu angeschlossen worden. Tendenz steigend. Mehrere Windparks, die meisten davon mit Bürgerbeteiligung, Mikro-KWK, Wärmepumpen und zunehmend auch Stromspeicher. Und jeder, der auch nur ein bisschen Strom selbst erzeugt, der ist auch mächtig stolz darauf. Der möchte das auch nicht wieder weggenommen bekommen. Was ich an dieser Stelle sagen will, wer Ja sagt zu einer dezentralen Energieversorgung, wer dazu auffordert, sich an der Energiewende zu beteiligen, der muss sich jetzt sehr intensiv um Verteilnetze kümmern. Denn diese Netze werden in Zukunft all diese dezentralen Anlagen zu einem störungsfreien Betrieb miteinander kombinieren müssen. Vor allem dann, wenn wir jenseits der 50% erneuerbaren Einspeisung angelangt sind, was ja wohl nicht mehr so lange dauern wird. Denn dann wird das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und die Verteilnetze werden dann außerdem die neuen Technologien mit einbinden müssen, die noch dazukommen werden. Ein Beispiel. Wir bemerken in unserem Netz, dass E-Mobilität langsam an Fahrt aufnimmt. Wir bemerken eine leicht erhöhte Nachfrage, die konstant steigt nach Ladestationen. Und zwar sowohl öffentliche als auch private Wandladestationen. In meiner Straße in Darmstadt, in der ich lebe, das ist eine kurze Straße, gibt es etwa 100 bis 150 Fahrzeuge. Wenn das nun alles Elektroautos wären, könnten wir dann für alle Autos Ladestationen anbieten? Ich habe das einen unserer Ingenieure gefragt und seine Antwort war nein. Im Moment könnten maximal 10 Autos gleichzeitig Strom in dieser Straße tanken. 10 von 150. Mehr würde das Netz überlasten. Denn natürlich wird es so sein, dass die E-Fahrzeuge etwa alle zwischen 17 und 19 Uhr in die Garage fahren, an das Netz angeschlossen werden, dann, wenn die Menschen eben von der Arbeit nach Hause kommen. Dann, wenn sie auch ihren Herd anschalten, ihre Waschmaschine, Fernseher oder andere Geräte im Haus. Und natürlich wird sich die Situation weiter verschärfen, wenn wir noch weitere neue Stromverbraucher in einer solchen Straße anschließen. Stromproduzierende Heizanlagen zum Beispiel oder welche, die Strom verbrauchen, noch mehr PV, ganz zu schweigen von einer richtigen Smart-Home-Welt. Was kann man da machen? Wir können ja in Zukunft nicht im Ernst nur 10 Bürgern pro Straße gestatten, ein E-Auto zu fahren. Nun ist mein Kollege vom Netz Ingenieur und als solcher hat er auch auf komplexe Fragen immer eine Antwort. Man muss die einzelnen Ladevorgänge intelligent steuern. Unmerklich für die Verbraucher, aber entlastend für das Netz. Und das gilt auch für alle anderen neuen Autonomieideen in Sachen Energie, die da noch kommen werden. Seien es Speicher oder noch ganz neue Formen, zum Beispiel der Wärmeproduktion. Das heißt aber, meine Damen und Herren, als Stadtwerke werden wir in den Verteilnetzen ein komplexes Flexibilitätsmanagement organisieren müssen. Und dazu werden wir alles an Flexibilitäten benötigen, was wir auch nur auftreiben können. Intelligente Speicherung und Ausspeicherung, Heat to Power, Power to Heat, Gas to Power, Power to Gas, wir werden einfach alles brauchen, nicht nur Strom. All diese Flexibilitäten oder nennen wir sie Puffer oder auch Ausgleichsmengen, müssen im Verteilnetz der Zukunft aktiviert werden, damit dieses Netz stabil bleibt. Und wir werden sicherlich auch nicht umhinkommen, das Verteilnetz an manchen Stellen zu verstärken. Eine faszinierende Aufgabe und auch wir sind der Meinung, wer damit innovativ, intelligent umgeht, sollte mehr Geld dafür bekommen, als der Kupfer verlegt. Was mir heute ganz wichtig ist, dass Sie das mitnehmen: Intelligente Verteilnetze werden der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende sein, auch in Ihren Wahlkreisen.
Denn auf der Bürger- und auf der Verbraucherebene wird am ehesten bemerkt, ob wir Energiewende wirklich können. Hier und nicht mehr so sehr in der Industrie, die immer effizienter wird und die deswegen immer weniger verbrauchen wird, auch das haben wir ja heute gehört, hier auf der Verbraucherebene, auf der Dorfstraße, auf der Stadtstraße entsteht der neue Bedarf. Das, was an Strom zusätzlich eingespeist, erzeugt und was dann transportiert werden muss. Und wir werden es ja auch nicht durchhalten, dem 11. E-Auto-Besitzer in der Straße zu sagen, sorry, das geht jetzt nicht, dein Auto können wir jetzt nicht beladen. Ein letzter Aspekt, warum liest man über dieses Thema so selten in der Presse? Ehrlich gesagt vermuten wir manchmal, dass es den Übertragungsnetzbetreiber, also den Autobahnbetreibern bisher besser gelingt, sich im politischen Raum als Hüter der Netzstabilität zu positionieren. Vielleicht machen wir unseren Job in den Verteilnetzen bisher einfach zu geräuschlos. Damit hier kein Zweifel aufkommt, auch wir meinen, die Übertragungsnetze müssen ausgebaut werden. Aber wir sagen auch, es wird nicht möglich sein, die autonome und dezentrale Nutzung der Verteilnetze, beispielsweise in Darmstadt, zentral auszuregeln. Dass es nichts funktionieren kann und wird, wenn jemand aus Essen, Berlin oder Bayreuth in die letzte E-Ladesäule in Darmstadt hineinregelt, das liegt eigentlich auf der Hand. Und dass der Versuch einer solchen Steuerung höchst ineffizient wäre, ebenfalls. Deshalb haben wir auch nicht verstanden, warum im neuen Digitalisierungsgesetz darauf beharrt wurde, dass neben den Verteilnetzbetreibern nun parallel auch die Übertragungsnetzbetreiber jeden digitalen Zähler im Land auslesen sollen. Das leuchtet uns nicht ein. Das ist doppelte Buchführung. Das sorgt für unnötige Kosten. Und, meine Damen und Herren, man kann sich durchaus auch fragen, ob es sinnvoll ist, dass Übertragungsnetzbetreiber jetzt plötzlich neue Kraftwerke in Bayern bauen sollen. Dort, wo auch wir zusammen mit E.ON und anderen schon welche hingestellt haben, die meiste Zeit stillstehen. Als Verteilnetzbetreiber wissen wir auch, unsere Netze müssen zur intelligenten Steuerung von Flexibilitäten stärker gebündelt werden. Vielleicht sollten es 2 bis 6 Steuerer pro Bundesland sein, je nach Größe des Landes. Niemals aber werden bundesweit 4 Übertragungsnetzbetreiber in der Lage sein, dieses kleinteilige Puzzlespiel vor Ort zu beherrschen. Und es wird auch sehr bald zu diskutieren sein, wie eigentlich dieses Engpassspiel auf der Verteilnetzebene finanziert werden soll. Darüber haben wir nämlich auch noch nicht gesprochen. Und es muss auch darüber gesprochen werden, ob dies Teil eines staatlichen Auftrags der Versorgungssicherheit ist oder eine marktlich zu regelnde Aufgabe. Meine Damen und Herren, im Moment bauen wir eine Elektroladestation nach der anderen, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis wir dem ersten Bürger Nein sagen müssen. Darauf sollten wir es nicht ankommen lassen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Wolf. Ja, wir haben jetzt hier noch einige Minuten, die wir hier gemeinsam diskutieren können, bevor die Bundeskanzlerin noch zu uns sprechen wird. Herr Schlügel, wenn wir das jetzt gehört haben, knüpfen wir doch mal an die Verteilnetze und die Probleme, die es damit gibt und das, was alles noch entschieden werden muss und ausgebaut werden muss. Ist das nicht auch wieder so ein kleinteiliger Blick und eben nicht der aufs große Ganze? Könnten wir es anders regeln? Ich bin kein Experte für Verteilnetze, aber ich habe auch beim Zuhören zu diesem Vortrag das Gefühl erhalten, da wird auch viel Mikromanagement betrieben, weil ich glaube auch, dass der Markt kann zwar ein Problem wahrscheinlich schon lösen und vielleicht auch effizienter. Mir leuchtet auch genau diese Argumente, die ich gehört habe, leuchten mir auch als normalen Menschen nicht ein. Warum muss irgendwas zweimal gemacht werden und warum löse ich Probleme nicht subsidiär an der Stelle, wo sie auftreten? Und mir leuchtet schon lange nicht mehr ein, warum wir allen Strom von dort nach Süden transportieren sollen, by the way. Können Sie da nochmal darauf reagieren, Frau Wolf? Das Thema von Norden nach Süden transportieren hatte ich gar nicht angesprochen, aber das ist selbstverständlich auch eine Frage, die wir uns stellen. Und wir sind sehr dafür, die Probleme vor Ort zu lösen. Man kann eine E-Ladestation, und das werden Hunderte und Tausende oder Hunderttausende sein, nicht zentral
einbauen. Das geht nicht. Ja, und das wird auch nicht billiger, wenn man das so macht. Sie alle sind sich einig, dass die Energiewende sein muss und dass sie funktioniert im Großen und Ganzen. Die Frage ist eben die, ja, wer was tun muss. Und also ich dachte, Sie wollten sich auch melden. Ja. Herr Theissen, an Sie einfach nochmal die Frage, weil Sie in Ihrem Unternehmen ja so viel verändert haben durch die Energiewende und ja, das auch kein einfacher Prozess war. Würden Sie sich einfach manchmal wünschen, dass sich die Politik einfach völlig raushält? Nee, das funktioniert nicht. Es gibt keine Infrastrukturbereiche, die regulierungsfrei sind. Also auch nicht Häfen, auch nicht Flughäfen, auch nicht Straßen. Das geht einfach nicht. Man kann eine solche Struktur, die ja für allen Menschen nützlich sein muss, nicht, sagen wir mal, einfach einen Markt regeln lassen. Dann wäre es in der Oberpfalz heute noch keine Stromversorgung. Und in Teilen von Sachsen-Anhalt sicherlich auch nicht. In der Altmark bräuchte man sie dann auch nicht. Wäre billiger, die Leute umzusiedeln, als das alles aufzubauen. Aber das ist natürlich eine absurde Sicht der Dinge. Also man braucht schon eine gewisse Grundstruktur. Aber ich teile, was der Kollege sagte, man müsste sich mehr um den Rahmen kümmern und die Ziele kümmern als dieses Feintuning. Also mal beim EEG, ich glaube, in der Spitze hat der Staat über 4.000 Einzelpreise reguliert. Und jeder Einzelne war falsch, weil er immer nur zu irgendwelchen Mitnahmeeffekten führte an irgendeiner Stelle oder zum nächsten Gold Rush bis zum nächsten Cliff Edge. Also da etwas nachhaltiger zu organisieren, das ist sicherlich richtig, aber staatsfrei zu argumentieren, gesellschaftsfrei, wäre kein sinnvolles Angehen. Also auch nicht, dass der Markt das dann alles so regeln wird, das ist ganz klar. Herr Hiesinger, wie sehen Sie denn in Zukunft die Rolle der Politik? Sie haben es ja auch gesagt, Sie wünschen sich eine andere Balance in dem, auf was die Betonung liegt. Sie haben gesagt, der Klimaschutz wird ja zu stark in den Vordergrund gestellt. Was befürchten Sie denn dadurch? Also ich würde es einfach ausgewogen sehen. Wir haben jetzt eben, wenn diese vierte Handelnovelle so eintreten würde, dann müssten wir vermutlich die Stahlproduktion in der Menge zurückfahren. Wir erreichen aber damit für den Klimaschutz gar nichts. Und ich kann das festmachen im Jahr 2016. Im Jahr 2016 haben wir aus anderen Ländern, insbesondere auch China und anderen asiatischen Ländern, 30 Millionen Tonnen Stahl eingeführt. Die Stahlerzeugung in diesen Ländern stößt etwa eine halbe Tonne mehr CO2 aus, als wir das tun. Das heißt, wir haben faktisch 15 Millionen Tonnen CO2 importiert. Das war mehr, als wir als Stahlindustrie gespart haben. Das heißt, durch eine überzogene Zielsetzung habe ich manchmal das Risiko, dass ich für das Gesamtsystem, was Herr Schlögl angeführt, sogar einen negativen Effekt erzeuge. Und deshalb geht es uns also nicht, dass wir keine Zielsetzung haben. Darum habe ich ja bewusst gesagt, was wir als Stahlindustrie vorschlagen, lassen Sie uns mal das Benchmark auf die besten 10 setzen, was die anderen 90% richtig unter Druck setzt. Aber wenn man die Ziele zu weit wirft, dann erzeugt man oft einen Effekt, der genau ins Gegenteil umschlägt. Und diesen Test tritt wirklich in summarisch die Wirkung ein, die man sich erhofft. Den fordern wir immer ein. Wir wollen einseitig auch nicht nur die Industrie, sondern dass ich sage, wenn ich als Klima dieses Ziel erreichen möchte, welche Wirkungen hat es dann eben energiepolitisch und auch industriepolitisch? Und wenn es dort negativen Wirkungen haben, muss ich vielleicht die Zielsetzung beim Klima etwas zurücknehmen, nicht aufgeben, um das bessere Optimum zu erreichen. Darum geht es. Also ich bin explizit auch nicht dafür, nur die Industrie in den Vordergrund zu setzen, sondern es geht um diesen Konflikt wirklich auszudiskutieren, um bewusste Entscheidungen zu treffen. Und das ärgert mich zum Beispiel auch in Europa, dass ein Ministerium fordert 20% industrielle Wertschöpfung, was utopisch ist, und das andere eben Zielsetzungen auf der Klimaseite, die sich komplett widersprechen. Und dieser Widerspruch, der muss auch politisch gelöst werden. Wünschen Sie sich denn ein Energieministerium? Ich glaube, ich stimme dazu, was Herr Schlögl sagt. Ich glaube, dass Sie bei allen komplexen Themen, und das stellen wir heute auch in Unternehmen fest, wir einfach die Zusammenarbeit lernen müssen. Die Themen sind heute so komplex, dass ich ein Ministerium oder bei uns eine Abteilung nicht mehr beherrschen kann, sondern ich brauche die Fähigkeit einer koordinierten Zusammenarbeit. Wichtig ist nur, dass festgelegt wird, wer hat die Koordinationsrolle. Aber jeder Schnitt, den Sie machen mit der Zuordnung von Ministerien, schafft Ihnen neue Schnittstellen. Trotzdem würde ich gerne da kurz ein bisschen widersprechen. Natürlich bleibt es immer eine Querschnittsaufgabe. Man wird nicht alle Themen, das ist Bauministerium, Forschungsministerium, was der Henkel, wer dabei ist.
aber nicht den früheren Dauerkrieg zwischen Umweltministerium und Wirtschaftsministerium erinnere, war das jetzt auch kein Gewinn. Die haben sich nur zerfleischt und haben vor jeder Kabinettsabstimmung da Theaterfestival gemacht. Also wir haben ja ein Wirtschafts- und Energieministerium, was keine Komplettzuständigkeit hat. Aber das ist deutlich besser. Also ich würde jetzt nicht appellieren, dass einer mitnimmt. Wir seien all der Meinung, ich jedenfalls nicht, dass man in der nächsten Koalitionsvereinbarung wieder die Abteilung ins Umweltministerium zurücktäte. Davon hielt ich ganz wenig. Das war aber auch nicht meine Antwort, sondern ich finde es auch eine deutliche Verbesserung. Aber jetzt das wieder rauszuschneiden in ein nochmal getrenntes, da hätte ich meine Bedenken, weil der Streitpunkt ist tatsächlich heute, das sehen wir überall, das Thema Umweltministerium gegen andere, formuliere ich es mal so klar. Also muss man dafür sorgen, dass es dann doch eine wirklich gemeinsame Aufgabe ist und man sich da auch einig ist. Ich würde sagen, es gibt ja noch ein paar Fragen. Sie wollten sich melden, bitte schön. Kurz. Vielen Dank, Philipp Lengsfeld, Berlin Mitte. Herr Hiesinger, ich würde Ihren Punkt, der in der Nachrunde, finde ich, deutlicher geworden ist als in Ihrem Vortrag, den würde ich noch mal ein bisschen anschärfen, weil hier so viel auf Europa rumgemeckert wird. Ist es nicht viel eher, dass Deutschland mit seinen überzogenen Sonderzielen ein Stück weit ein Teil des Problems ist? Müssen wir uns nicht mal ehrlich machen? Also die CO2-Ziele, okay, in dieser Legislatur werden wir die Bilanz nicht mehr ziehen. Aber nach allem, was ich so aus der Wissenschaft oder aus der Wirtschaft höre, werden wir die CO2-Ziele in Deutschland bis 2020 nicht erreichen. Also das ist einfach so. Müssen wir uns da nicht jetzt mal ein Stück weit ehrlich machen und sagen, okay, wir müssen diese schmerzhafte Diskussion, wir waren uns ja immer alle einig, dass wir alles richtig machen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber vielleicht war es doch nicht so leicht, wie wir es immer gedacht haben. Und wir müssten uns über die Ziele, und zwar insbesondere die Ziele in Deutschland, vielleicht doch ein bisschen schärfer verständigen, als wir das bis dato tun. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Herr Hiesinger? Natürlich haben wir uns nicht gefreut, dass Deutschland noch mal 10% aufgesetzt hat, sondern uns hätte das europäische Ziel gereicht. Letztendlich muss man hier wieder abwägen, wie viel sozusagen Ressourcen will ich aufwenden, um das Ziel zu erreichen. Und da stellt sich die Frage, ist es überhaupt sinnhaft? Denn wir haben ja nur 2% der weltweiten CO2-Ausstoß. Ist es wirklich sinnvoll, dass wir so viel Ressourcen in unserem Land für dieses Thema ausgeben, um vielleicht 0,2% der Weltbevölkerung. So, das heißt, ich bin immer dafür, dass wir Innovationsführer sind. Aber ich sehe manchmal das Risiko, dass wir den anderen so weit vorausrennen, mit negativen Konsequenzen für uns, und können in der Gesamtbilanz für Europa oder für die Welt trotzdem nichts erreichen. Insofern muss man sich dieses Regulativ immer wieder stellen. Ich würde es aber nicht einseitig aufgeben. Ich fordere nur, genau wie Sie sagen, dass man sich diesen Konflikt, diesen Diskurs immer wieder ehrlich aussetzt. Bitte schön. Gehen Sie doch einfach schon mal zum Mikro, oder wer dann die nächste Frage hat, weil wir so viel Zeit ja gar nicht mehr haben. Helmut Aldi, ich komme aus Aachen. Ich möchte anknüpfen an dem, was Herr Barreis und Herr Kauder ganz zu Anfang sagten, dass die Energiewende ja wohl in der Akzeptanz der Bevölkerung ein hohes Maß an Akzeptanz erreicht hat und auch unbestritten ist. Das ist auch richtig. Ich lebe selbst im Haushalt, ich habe 4 Töchter und eine Ehefrau und meine Mutter. Die sind alle begeisterte Energiewende-Nutzer und finden es natürlich ganz viel besser, dass wir 100%, die wir ja anstreben, aus erneuerbaren Energien generieren können. Und ich als Ingenieur habe natürlich jetzt die Aufgabe, diese 6 ehrenwerten Damen davon zu überzeugen, dass es schlicht und einfach nicht geht. Denn wir wissen alle, dass es in jedem Monat einige Tage gibt, wo die Stromproduktion aus Sonne und Wind gleich null ist. Das ist einfach so. Und es wurde auch von unseren Vorrednern eben schon festgestellt, das Problem können wir natürlich lösen, wenn wir Speicher haben. Nun wissen wir, dass Speicher nicht verfügbar sind und auch nach allen physikalischen und chemischen Erkenntnissen, die wir bisher haben, wir haben schließlich nur 127 Elemente auf dieser Welt, dass wir einen Speicher so leicht nicht finden werden und finden können. Zumindest nicht in bezahlbarer Größenordnung. Das heißt, wir müssen damit leben, dass es keinen Speicher gibt. Und, okay, was ist Ihre Frage jetzt? Ja, meine Frage ist, wir sprachen von der Elektromobilität. Wir brauchen pro Tag 1,6 Terawattstunden. Wenn wir
diese 1,6 Terawattstunden für einen einzigen Tag, wir brauchen nachher 5 Tage, wo die wir überbrücken müssen, durch Elektroautos speichern wollen. Jedes Elektroauto hat so etwa 20 Kilowattstunden, 1,6 durch 20, das sind 80 Millionen Elektroautos. Jede Familie, waren 40 Millionen Familien, jede Familie müsste 2 Elektroautos haben, dann hätten sie aber den gesamten Tankinhalt zur Verfügung gestellt. Also Sie sagen, das ist also völlig unsinnig, über Elektroautos als Speicherhilfe nachzudenken. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen mit Demut bekennen, was geht. Und wir müssen die Ziele der Energiewende auf eine realistische Größenordnung bringen. Und da hätte ich gerne gewusst, wie wir das in der Politik schaffen. Schönen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, da kann Herr Professor Schlögel noch eher was dazu sagen als die Politik. Das könnte jetzt Anmaßung sein. Also, dem letzten Satz von Ihnen würde ich natürlich selbstverständlich zustimmen. Also, die Dimensionen müssen realistisch sein. Ich möchte Ihnen aber leicht widersprechen, die Frage der Energiespeicherung kann man sehr wohl lösen, wenn man verschiedene Arten von Speichern intelligent miteinander kombiniert. Es geht nicht mit einem Speicher, auch da würde ich Ihnen zustimmen und ich hätte jetzt auch nicht das Elektroauto als den bevorzugten Speicher für die Energiewende verwendet, auch da stimme ich Ihnen zu. Heißt im Klartext, ich habe in meinem Beitrag gesagt, alle Optionen, die die Naturwissenschaft hat für Speicherung, brauchen wir alle gleichzeitig. Und das hat eine der Vorrednerinnen auch gesagt und dem würde ich mich voll anschließen und dann kann man das schon lösen. Ich möchte mit Deutlichkeit widersprechen, dass wir naturgegeben hinnehmen müssen, dass wir die Energie nicht speichern können. Das ist falsch. Da setzen wir auf die Wissenschaft und die Forderung. Aber ich glaube, Sie würden zustimmen, dass wir unterschiedlich weit von Wirtschaftlichkeit weg sind. Also saisonale Speicher, die Sie aufgerufen haben, also wo wir die Sonnenenergie aus dem Sommer auf den Januartag verlegen, würden ein Schweinegeld kosten. Also ob man dahin kommt, habe ich ehrlich gesagt in den nächsten Dekaden noch meine Zweifel. Aber trotzdem würde ich Ihnen nicht zustimmen, zum Beispiel allein schon die Kraft von 1 Million Autobatterien zu unterschätzen. Da können Sie schon im Minutenbereich, im Viertelstundenbereich relativ viel machen. Und wenn Sie dann noch die ganze Flexibilität von Nachfrage aktivieren, können Sie ohne weiteres Tag-Nacht ausgleichen. Und mit anderen, also du sprachst Flow-Batterien an, kann man dann auch Beiträge bringen. Also ich glaube, es gibt eine Vielzahl von Dingen, dass ich nicht so, es klang so ein bisschen, es geht gar nicht, das würde ich nicht teilen. Es geht sehr viel, nur ich glaube auch nicht, es geht schon alles. Aber ich glaube, ja, ich würde das gerne noch ergänzen. Also wir arbeiten in ganz vielfältiger Weise an Speicherung. Kleines Beispiel, wir haben ein Müllheizkraftwerk, was natürlich Wärme produziert, die wir in die Stadt ausleiten. Und bisher haben wir die Wärme nur tagsüber abgenommen. So, jetzt haben wir aber unser Fernwärmenetz ausgebaut und brauchen mehr Energie, als das so am Tag abgibt, also mehr Wärme. Also speichern wir das, was da in der Nacht rauskommt, in einem Wasserspeicher. Altes Tauchsiederprinzip. Solche Ideen haben wir früher nicht gebraucht, aber das ist Innovation und die ist sehr vielfältig. Ja, und das geht sehr gut im Tag- und Nachtrhythmus. Vielen Dank, Frau Wolf. Also da ist eine Menge in Bewegung und da gibt es, glaube ich, eine Menge, auch was die Wissenschaft ja noch leisten kann. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende dieser Diskussion und Herr Barreis hat jetzt das Wort. Ja, liebe Frau Blättner, meine sehr verehrten Damen und Herren auf dem Podium, liebe Kollegen, liebe Kollegen des Deutschen Bundestages, meine Damen, meine Herren, liebe Gäste, ich habe jetzt die große Freude und das Vergnügen, ein Stück weit bin ich auch stolz darauf, dass wir jetzt unsere nächste Rednerin zu Gast haben. Ich freue mich sehr, dass wir unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel heute bei uns haben. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute Nachmittag bei uns sind. Ja, liebe Frau Merkel, Sie sind jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil es gerade so richtig spannend geworden ist und wir auch ein bisschen, sagen wir mal, die Temperatur nicht nur im Raum, sondern auch auf dem Podium ein bisschen nach oben getrieben haben. Man hat gemerkt, dass durchaus auch natürlich viele Chancen, die vorhin beschrieben worden sind, aber Herausforderungen auch nochmal ganz konkret werden. Ich glaube, das zeigt das Thema Energiewende im Besonderen aus und auch das Spannungsfeld, das wir heute Nachmittag besprechen. Ich habe es gesagt, ich bin stolz und ich freue mich unglaublich, dass Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel heute da ist, dass sie heute trotz einem sehr engen Terminkalender, sie kommt gerade direkt aus der Hannover Messe, hierher. Es gibt ja auch noch ein paar andere kleine Entscheidungen, die heute getroffen worden sind. Insofern gibt es viele Themen, die heute auf der Agenda sind. Trotzdem ist sie hier
und zeigt auch ein Stück weit die Wertschätzung zu unserem Thema. Das ist da etwas, was ich herausheben will. Und ich brauche, glaube ich, gar nicht groß einführen, weil Angela Merkel ist jemand, der im Thema unglaublich drin ist. Die Energiepolitik und auch die Energiewende seit vielen, vielen Jahren nicht nur vorantreibt, sondern auch intensivst verfolgt. Und ich denke, dass sie jetzt uns einige Impulse geben wird, die für uns auch Leitschnur sind in der Fraktion zum aktuellen Zeitpunkt, aber auch darüber hinaus ganz wichtig sein werden. Ich will noch mal vielleicht kurz zwei Sätze sagen, die noch mal aus Diskussionsrunde für mich entscheidend waren, nämlich, dass wir vor dem größten Innovations- und Technologieprojekt stehen in der Energiewendedebatte, dass wir aber nur 2% der weltweiten Energie ausmachen. Auch das ist, glaube ich, was wir uns immer vergewissern müssen, dass wir nur ein ganz, ganz kleiner Teil sind. Und wenn man aber sieht, dass auf der anderen Seite 10% des weltweiten BIPs in die Energie geht, ist das ein Riesenpotenzial besteht in diesem Thema. Und dass wir mit unserem kleinen Anteil, den wir vielleicht beitragen können, viel, viel Innovation und Technologie beitragen können, um die Energiehunger der nächsten Jahre auch zu lösen. Und das auf einer nachhaltigen, sage ich mal, Basis, etwas, was mich persönlich auch immer antreibt mit dem Thema und was uns auch alle leiten sollte. Es wurde auch einiges an Kritik geübt vorhin, auch das gehört, glaube ich, dazu. Ich glaube, auch bei so einem großen Projekt brauchen wir auch jemanden, der uns antreibt. Deshalb auch dankbar an Herr Hiesing, an Herr Theisen für die auch kritischen Momente, die Sie uns auch genannt haben. Auch das gehört zur Diskussion dazu. Und ich habe mich gefreut über Herrn Schlögl, dem will ich vielleicht schließen, der gesagt hat, Energiewende ist schön. Auch das treibt uns an, lieber Herr Schlögl. Vielen Dank auch dafür. Und ich freue mich jetzt ganz einfach auf unsere Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende, liebe Dr. Angela Merkel. Sie haben das Wort. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, lieber Thomas Bareis, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie, liebe Podiumsteilnehmer und liebe Gäste des heutigen Kongresses der CDU-CSU-Fraktion, der gleich mal mit dem Thema Spannungsfeld Energiewende überschrieben wurde. Und Sie sitzen hier ja in unserem Fraktionsraum. Und ich darf Ihnen verraten, dass hier schon ziemlich spannungsgeladene Diskussionen auch ohne Ihre Anwesenheit stattfinden, nämlich mit den Fraktionsmitgliedern. Denn die Energiewende ist schon ein herausforderndes Projekt, bei dem wir als CDU-CSU-Fraktion immer versuchen, die verschiedenen Aspekte im Auge zu behalten. Das ist einmal die Anliegen des Wirtschafts- und Industriestandorts Deutschland, dann die Fragen der nachhaltigen Entwicklung, unser Anspruch, Technologieführer auch in verschiedenen Bereichen zu sein, um daraus auch wieder zukünftige Wertschöpfung zu entwickeln. Uns natürlich mit den Bedürfnissen der Energieerzeuger zu beschäftigen, genauso mit den Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Dann das komplizierte Feld, was hat der Bund vor, was möchten die Bundesländer und wie ist die Situation auf der kommunalen Ebene. Und daraus ergibt sich im einfachsten Sinne ein Dreieck, ein Zieldreieck von sicherem, bezahlbarem und umweltschonendem Energieverbrauch. Und an diesem Dreieck zerren dann auch eben die verschiedenen Kräfte und es in eine symmetrische Struktur zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass wir ja eben bei einem Punkt waren in der Diskussion, dem ich gerne noch eine Weile gelauscht hätte, nämlich dem Punkt der Speicherung. Dazu habe ich mir heute hier nichts vorgenommen, das ist zu kompliziert. Das bewegt sich irgendwo noch zwischen der Grundlagenforschung und der Erprobung. Aber ich glaube, da liegt noch mal ein Riesenbereich und ich wollte eigentlich nur intuitiv den Optimisten auf dem Podium sagen, ran an Speck und es machen, weil ich mich erinnere an die Anfänge der Windenergie. Was wurde da alles erzählt, was geht und was nicht geht? Und wir haben eigentlich regelmäßig die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo man dann bestimmte Technologien hatte und sie auch als Massenphänomen ausgestaltet hat, das war schon auch finanziellen Aufwand gebraucht hat, wenn ich mal an die Sonnenenergie denke. Aber wer hätte gedacht, dass wir bei der Solarenergie so weit runterkommen im Preis? Als ich Umweltministerin war zwischen 1994 und 1998, war das weit, weit entfernt. Und man hat gesagt, meine Güte, das wird noch Jahrzehnte dauern, ehe das irgendwie besser wird mit der Erzeugung von erneuerbaren Energien aus Sonnenlicht. Und das hat sich doch recht schnell entwickelt. Also sind die Prognosen sehr schwierig.
zu machen. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine riesige Verantwortung für das Rahmenwerk, die politischen Leitplanken, die wir sozusagen setzen, weil wir mit denen schon gewaltige finanzielle Summen bewegen, weil wir Erzeuger von Energie auch immer wieder vor sehr große Herausforderungen gestellt haben. Ich meine, das darf man nicht anders sehen, weil wir auch aus Zeiten kamen, die noch gar nicht so lange her sind, in der die großen Energieerzeuger sozusagen quasi Monopolisten waren mit einem sicheren Auskommen und einem schönen Budget. Und die Politik hat dann oft nicht ganz genau nachvollzogen und verfolgen können, dass da irgendwo auch die roten Linien erreicht werden und man ein System auch nicht überdehnen darf. Und was da an Anpassung, was da an Flexibilität, Veränderung geleistet wurde, ich sag mal, von den großen Energieversorgern bis zu den kommunalen Energieunternehmen, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Denen haben wir schon einiges abverlangt, und dass sich das in den Diskussionen hier in unserer Fraktion auch widerspiegelt, entspricht dem Anspruch einer Volkspartei. So, nun haben wir in dieser Legislaturperiode einiges gemacht, von dem ich sagen würde, dass es doch sehr gut in die richtige Richtung geht, wenn ich jetzt mich noch mal bei der Stromerzeugung aufhalte. Das sind die beiden Energienovellen 2014 und 2016. Womit haben wir es zu tun? Wir haben die Legislaturperiode begonnen im Grunde, als der Koalitionsvertrag ausgearbeitet wurde. Da war sozusagen das Denken des Rechtsanspruchs, wenn das so gut läuft mit den erneuerbaren Energien, dann gibt es eigentlich auch fast ein Recht darauf, sich an der Einspeisemöglichkeit zu beteiligen. Das mussten wir schon sehr stark umwenden hin zu dem Thema, dass wir nicht unendlich viel Energie verbrauchen wollen und können und dass es deshalb auch Ausbaukorridore und Mengenbeschränkungen geben muss. Und da kommt das interessante Feld dann, welches Bundesland bekommt welche Möglichkeiten. Müssen wir es nach der effizientesten Methode, nach der billigsten Methode machen? Im Grundsatz ja. Wenn ich aber keine Leitungen habe, dann baue ich lieber für ein bisschen mehr Geld im Süden der Republik eine Windkraftanlage, als dass ich im Norden dauernd Einspeisungen vornehme, die kein Mensch im Süden je, die keinen Menschen im Süden je erreiche. Also haben wir sozusagen da harte Ringkämpfe gehabt, da haben wir uns aber erstmal auf einen Ausbaukorridor von 40-45% für die erneuerbaren Energien in 2025 festgelegt. Nun ist das immer so, wenn die Politik was festlegt in dem Bereich, dann gibt es ein unglaubliches Spektrum von ziemlich lauten Meinungsäußerungen, die regelmäßig auf der einen Seite verkünden, dass es nunmehr zu Ende ist mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir erleben regelmäßig, dass die vorgeschlagenen Korridore dann doch eher überzeichnet werden, als dass sie unterschritten werden. Wir haben also überhaupt noch in gar keinem einzigen Fall, egal ob wir Grenzen eingezogen haben wie bei der Solarenergie oder Leitplanken bei der Windenergie, erlebt, dass dadurch der Ausbau zum Erliegen gekommen ist. Und wir haben doch jetzt in einem sehr massiven Diskussionsprozess auch deutlich gemacht, dass wir nicht nur unverbindlich solche Prozentzahlen festlegen können, sondern dass wir auch die Mechanismen einführen müssen, um sie einzuhalten. Und der einzige Mechanismus, um das einzuhalten, sind im Grunde die Ausschreibungsmöglichkeiten. Das ist ein Paradigmenwechsel. Der wirkt heute noch nicht direkt, aber der wird die nächsten Jahre kennzeichnen und der Wahrheit zur Wahrheit gehört. Wir haben manchmal Kritik an der Europäischen Kommission auch zu üben, was die Modalitäten der Ausnahmeregelungen von den beim Emissionshandel und so weiter betreffen. Aber der Impuls, zu dieser Ausschreibungsregel zu kommen, der kam aus Europa und der ist absolut richtig. Und wir machen jetzt schon sehr interessante Festlegungen. Wir haben angefangen, Pilotausschreibungen für die Photovoltaik zu machen. Da ging es auch so, dass die Menge ist zu klein und bei Photovoltaik gibt es viel zu wenig Möglichkeiten. Aber oh Wunder, bei der Ausschreibung ging es dann doch so, dass 28% Preissenkungen zu verzeichnen waren und wir jetzt von 9,17 Cent pro Kilowattstunde auf 6,58 gekommen sind. Und bei den Offshore-Windparks ist es jetzt so, dass unsere Ausschreibung vom April 2017 für 3 Offshore-Windparks immerhin einen Zuschlag von 0 nur gebraucht haben, das heißt keine Subventionierung und ein weiterer 6 Cent pro Kilowattstunde. Also wir werden mit den Ausschreibungen für Offshore-Wind sehr klar vorankommen. Wir haben natürlich jetzt auch einen Wettbewerb unter den Arten der Erzeugung der erneuerbaren Energien. Ich habe mich
immer dafür ausgesprochen, dass wir auch dem Onshore-Bereich noch mal eine gewisse Einphasungsphase genehmigen. Das haben wir dem Offshore, bei der Offshore-Winderzeugung auch gehabt, das haben wir bei der Solarerzeugung gehabt. Und insofern muss auch hier sozusagen erst einmal die Aufbauphase durchgehen. Dort haben wir aber von Anfang an eine Mengenbeschränkung vorgenommen. Das führt auch zu harten Kämpfen zwischen Nord- und Ostseeregionen und vielem anderen mehr. Aber wir können das nicht unendlich ausdehnen, natürlich. Sodass wir also hier, würde ich sagen, im Jahre 2017, am Ende dieser Legislaturperiode im Bereich der erneuerbaren Energien doch ziemlich anders qualitativ dastehen für die nächste Legislaturperiode, als wir das am Anfang der Legislaturperiode 2013 standen. Umso stärker der Ausbau der erneuerbaren Energien erfolgt, und das ist jetzt schon die Säule der Energieerzeugung, die größte Säule, kommen die Unzulänglichkeiten beim Netzausbau zum Vorschein. Und hier hängen wir in allen Bereichen zurück. Und die Beeinflussungsmöglichkeiten durch die Politik sind auch recht begrenzt. Wir haben uns immerhin in der letzten Novelle des Erneuerbaren Energiegesetzes dann dazu entschieden, dass wir sogenannte Windausbaugebiete, wir haben es ein bisschen euphemistisch untermalt sozusagen, also Gebiete, in denen der Netzausbau schlecht ist, heißt es auf gut Deutsch, solche Gebiete haben wir, die haben nur geringere Ausschreibungskapazitäten als andere Gebiete, um damit auch einen Anreiz zu setzen, den Netzausbau jetzt mal voranzutreiben, aber die Mischung aus den Gerichtsverfahren und den Planungsverfahren ist eben sehr, sehr kompliziert, sodass ich mal voraussage, dass wir in der nächsten Legislaturperiode noch mal eine große, große Kraftanstrengung bei den Übertragungsnetzen brauchen. Die Verteilernetze müssen auch sozusagen überarbeitet werden, aber das wird uns noch mal viel Kraft kosten. Und da müssen auch Bund und Länder und alle an einem Strang ziehen. Und das bedeutet auch, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion führen müssen. Es kann nicht sein, dass die einen dafür verantwortlich sind, dass die Energieerzeugung modern und umweltfreundlich ist. Und die anderen sind dafür verantwortlich, die Prügel zu bekommen, wenn irgendwo Leitungen gebaut werden müssen. Es hängt miteinander zusammen und wir brauchen hier eine Verantwortungsgemeinschaft aller. Und in die müssen wir auch unsere Kollegen von den anderen Fraktionen mit einbeziehen. Und da kann sich auch keine Landesregierung und niemand drücken. Ob die Anreizsysteme sowohl für die Landwirte als auch für die Kommunen schon ausreichend sind, darüber wird man sicherlich immer wieder reden müssen, Leitungen zu bauen. Denn die einen haben sozusagen Profit davon, dass sie Energie erzeugen. Diejenigen, die durch deren Bereiche Leitungen gehen, haben sehr viel weniger sozusagen Anreize dafür, und das wird sicherlich auch politisch immer wieder eine Diskussion sein. Dann haben wir natürlich eine sehr hohe Konzentration auf die Erzeugung von Strom, wissen aber, dass natürlich die Bereiche Wärme, Verkehr von ebenso großer Wichtigkeit sind. Und da man den überschüssigen Strom nicht einfach so in erneuerbaren Energien nicht einfach in die Bereiche Wärme und Verkehr umleiten kann, werden diese Sektoren immer wieder auch getrennt natürlich behandelt und oft auch mit völlig anderen Instrumentarien. Wir haben sowieso sozusagen eine Mischung aus den verschiedensten ordnungspolitischen Instrumentarien, die leider, sagen wir mal, einer systemischen Betrachtung nur sehr unzureichend entsprechen. Wir haben auf der einen Seite die erneuerbare Energieumlage. Diese EEG-Umlage ist schon in ihrer Definition leider so ausgestaltet, dass sie zu Missverständnissen Anlass gibt und uns regelmäßig auch ein Stück in die Irre führt. Dadurch, dass sie eine Differenz zum Börsenstrompreis ist, enthält sie immer die Kosten für den Ausbau der erneuerbaren Energien plus die gesunkenen Kosten des Börsenstrompreises. Kein Mensch kann das auseinanderhalten. Und das finde ich systemisch recht misslich. Wir haben dann die aus meiner Sicht auch sehr durchaus ärgerliche Situation, dass die Europäische Kommission nach vielen Jahren sich entschieden hat, die EEG-Umlage dann als Beihilfe zu werten, was uns in große systematische Schwierigkeiten bringt und, glaube ich, auch
psychologisch viel Schaden angerichtet hat, weil da so eine Unberechenbarkeit hineingekommen ist in die gesamte Betrachtung, die uns doch große Schwierigkeiten gemacht hat. Und dann haben wir eben in anderen Bereichen absolutes Ordnungsrecht. Wir haben zwar eine emissionsbezogene Kfz-Steuer uns ausgestaltet, aber gleichzeitig haben wir dann eben ordnungspolitische Vorgaben für den Flottenverbrauch in der Automobilindustrie. Wir haben ordnungspolitische Vorgaben für das Bauen von Gebäuden. Und insofern sind wir hier an einer, also sind wir hier in einem breiten Spektrum von politischen Regelungsmöglichkeiten, die durchaus sehr unterschiedlich sind. Ein Wort noch zu unserer Industrie, zu der besonderen Ausgleichsregelung, die uns immer wieder vieles abverlangt an Verhandlungen. Man muss sagen, dass das Wirtschaftsministerium wahrscheinlich mehr Tage und Wochen als Stunden zugebracht hat, um für die langen Listen von Anlagen, die in Deutschland betrieben werden, die Ausnahmeregelungen immer wieder zu verhandeln. Das führt, und das muss auch weiter mit der Kommission besprochen werden, letztlich schon zu einem erhöhten Risiko, ich sag mal, im Bereich von Neubau von stromintensiven Anlagen, um es mal vorsichtig auszusprechen. Ich weiß nicht, wie Herr Hiesinger sich dazu heute hier geäußert hat. Und das wiederum ist natürlich nicht gut im Blick auf einen Standort, der eigentlich die besten Technologien hervorbringen kann, wenn die Unsicherheiten, die Risiken, die Unklarheiten letztendlich dazu führen, dass die Leute dann sagen, dann investiere ich eben woanders. Und da müssen wir doch sehr aufpassen. Wir haben uns jetzt endlich auch zur beihilferechtlichen Regelung für die Kraft-Wärme-Kopplung mit der Kommission verständigt. Auch das ist wichtig, und wir haben ein Gesetz verabschiedet zur Digitalisierung der Energiewende. Ich bin heute Vormittag in der Tat mit Kommissar Šefčovič übrigens dabei und Kommissar Oettinger, aber auch gerade Herrn Šefčovič als Energiekommissar über die Hannover-Messe gegangen. Und das Thema Digitalisierung und effizienter Energieverbrauch ist ja noch sozusagen in den Kinderschuhen. Da wird noch sehr vieles passieren. Deshalb ist es jetzt auch wichtig, dass wir den Netzneubau möglichst schnell hinbekommen auf allen Stufen. Und hier haben wir natürlich jetzt auch wieder die Frage, wie soll man intelligente Technologien möglichst schnell an die Verbraucherinnen und Verbraucher heranbringen. Das führt dann sofort zu Datenschutzdiskussionen. Und ich sage mal, wir erleben natürlich hier auch eine völlige Umstellung. Junge Menschen, die jetzt Familie gründen, die neue Häuser bauen, die sich Haushalte anlegen, werden ja ihre Haushalte ganz anders ausgestalten als die Mehrzahl derjenigen, die hier in diesem Fraktionssaal sitzt. Will ich nicht sagen, dass wir nicht versuchen, mit der Zeit mitzugehen, aber es ist schon ein Unterschied. Das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung ist 45 Jahre. Damit gehören wir zu den ältesten Ländern der Welt. Durchschnittliche arme afrikanische Länder haben ein Durchschnittsalter von 15 Jahren. Und das Durchschnittsalter einer Fraktion ist wahrscheinlich eher 58 Jahre oder so. Das Durchschnittsalter der Volksparteien, SPD und CDU, liegt über 60 Jahre. Und Sie müssen diesen Parteien jetzt nahebringen, dass sie mitten in einer disruptiven Welt leben, in der sie permanent in höherem Alter noch lernen müssen, um zu verstehen, was da geht. Und da ist natürlich das erste Argument, die sollen nicht alles über mich wissen und was brauche ich, einen intelligenten Stromzähler und so. Das zieht dann immer und da sagt man, Gott, ja, aber weiß, was da passiert. Und schon ist es zusammen mit der NSA-Diskussion gebracht. Und deshalb müssen wir offen sein für neue Technologien und dürfen nicht zu schnell dort sozusagen Technologie Einführung hemmen durch unsere eigenen Beschlüsse. Und deshalb wird durch Digitalisierungsmöglichkeiten die Energieeffizienz natürlich in den Haushalten erheblich zunehmen. Und wir müssen den jungen Menschen dann auch sagen, dass das ein Weg ist, eben auch bei den Kosten besser dazustehen. Wir haben einen nationalen Aktionsplan Energieeffizienz. Und hier beschäftigt uns wieder ein innerer Konflikt sehr stark im Augenblick. Wir haben große Bereiche in der Bundesrepublik Deutschland, in denen wir Wohnungsknappheit haben, viel zu hohe Mieten, hohe Baukosten. Für die jungen Leute die Möglichkeit, Wohneigentum zu erwerben, ist begrenzt. Gleichzeitig haben wir sozusagen einen riesigen Altbaubestand,
Bei dem haben wir es jetzt über Jahre nicht geschafft, mit den Ländern zusammen eine steuerliche Vergünstigung für die Sanierung von Altbauten hinzubekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein einziges politisches Feld je erlebt, wo von den Umweltverbänden über alle Handwerksorganisationen, alle kommunalen Spitzenverbände, die CDU-CSU-Fraktion, die Bundestagsfraktion der SPD, alle gesagt haben, wir brauchen das, wir wollen das, das muss sein, und wir es nie durch den Bundesrat bekommen haben. Und wir werden wieder einen Anlauf nehmen zu Beginn der nächsten Legislaturperiode, aber wo Sie stehen und gehen, bitte ich Sie wirklich, das ist der große schlafende Riese, wo wir Menschen mit steuerlichen Anreizen wirklich sagen könnten, dämmt, isoliert eure Wohnungen besser und oder die Hauseigentümer anreizen könnten. Und jeder weiß, dass diese Anreizinstrumente steuerlicher Art in der Bundesrepublik gut funktionieren, aber es hat bisher nicht geklappt. Und wir können als Bund auch nicht anfangen, dauernd das Grundgesetz außer Kraft zu setzen. Die steuerlichen Regelungen sind nicht so, dass der Bund die Steuereinnahmen zu 100% hat, also kann er auch die Steuerausfälle nicht zu 100% übernehmen. Also machen wir immer wieder das Gleiche. Wir stürzen uns auf den kleinen Bestand oder die kleine Gruppe von Neubauten und sagen, die müssen wir aber nun sozusagen noch besser ausgestalten. Da sind wir technologisch auch in der Lage, alles zu tun. Das verteuert nur permanent den Baupreis und führt dazu, dass es im Grunde, ich sag mal, zu den, gerade auch für die sozial schwächeren Bereiche der Bevölkerung, nicht mehr möglich ist, vernünftig neu zu bauen. Und das bringt uns in eine sehr komplizierte Situation, sodass wir jetzt auch in der Fraktion gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Masse der Altbauten besser hinbekommen und können nicht dauernd das Bauen von neuen Häusern verteuern. Wir leben insgesamt ja in dem Raum des Klimaschutzabkommens und unserer Verpflichtungen zur CO2-Reduktion. Es war sehr erfreulich, dass in Paris hierzu eine Einigung erzielt wurde am Ende des vorvergangenen Jahres. Wir werden auch bei unserer G20-Präsidentschaft versuchen, insbesondere die Finanzierungsnotwendigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Klimaschutzabkommen für die Länder, die betroffen sind, die sich anpassen müssen und die auch neue Technologien implementieren müssen, dabei voranzukommen. Aber wir haben vor allen Dingen auch ehrgeizige Vorgaben innerhalb der Europäischen Union. Wir haben beschlossen, die Emissionen bis 2030 um mindestens 40% zu verringern. Deutschland hat dieses Ziel ja bereits bis 2020. Und deshalb wird an Regelungen gearbeitet, sowohl im Emissionshandel, aber auch über die Lastenteilung in den anderen Sektoren. Und hier stehen uns zum Teil noch sehr schwierige Verhandlungen auf der europäischen Ebene ins Haus. Auch Deutschland kann nicht sozusagen immer den Löwenanteil hier tragen. Im Zuge der deutschen Einigung hatten wir sehr große Anteile übernommen in der Europäischen Union. Aber auch hier müssen natürlich alle Mitgliedstaaten ihren Beitrag leisten. Insgesamt arbeiten wir auf der europäischen Ebene an einer Energieunion. Das sind zum Teil sehr simple Sachen. Das geht um die Verbindung des Netzes. Wenn man sich mal anschaut, dass die Pyrenäen nicht nur eine Bergkette sind, sondern quasi auch eine Teilung des europäischen Energiebinnenmarktes, dann versteht man, warum Spanien und Portugal zum Beispiel ganz massiv daran arbeiten, dass sie besser verbunden werden mit dem größeren Teil der Europäischen Union. Das hat für viele Länder in Richtung Osten etwas mit strategischer Unabhängigkeit zu tun, wenn wir an die baltischen Länder denken, wenn wir an Polen denken. Das hat mit massiven Umstrukturierungen zu tun. Und wir zum Beispiel in Deutschland haben dadurch, dass wir sehr viele erneuerbare Energien haben, dass wir Braunkohlestrom haben, natürlich auch Exportmöglichkeiten durch gute Energieverbindungen, die dann dazu führen, dass unsere CO2-Bilanz wieder schlechter aussieht, weil wir exportieren. Man muss also aufpassen, dass man nicht wieder eine ganz nationale Betrachtung zurückrutscht, sondern zum Schluss ein vernünftiges europäisches System aufbaut, also auch viele, viele wichtige Themen. Und wir werden im Herbst uns nochmal darauf hinbewegen. Und damit bin ich dann fast schon wieder bei dem, was hier diskutiert wurde, als ich hineinkam. Da wird es nochmal um Flottenverbräuche für die Automobilindustrie gehen. Und die Automobilindustrie lebt ja im Grunde auch in einer absoluten qualitativen Wendezeit mit im Grunde drei
qualitativen großen Veränderungen, das autonome Fahren durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, die Frage der Antriebstechnologien und die Frage des Eigentums an einem Mobilitätsobjekt, sage ich mal. Wir sehen ja schon in den Städten ein ganz verändertes Eigentumsverhalten gegenüber den ländlichen Räumen. Wir werden jetzt noch über mehrere Jahrzehnte mit diesen Umbruchssituationen sowohl im Bereich der Energieerzeugung als auch im Bereich der Mobilität umgehen müssen. Und keiner kann ganz genau sagen, wie schnell sich qualitative Änderungen ergeben. Wir wissen, dass das nicht linear läuft. Wir wissen aber auch nicht, wann so ein exponentieller Anstieg dann plötzlich einsetzt, was die Voraussetzungen sind. Bei den Autos ist es natürlich die Ladeinfrastruktur, dann wird es der Preis sein. Und insofern werden wir sozusagen noch auch sehr viel besser politisch lernen müssen, als lernendes System zu agieren. Wir sind ja gewöhnt, auch in Phasen, sagen wir mal, einer relativ saturierten industriellen Entwicklung Gesetze zu machen, die sind eigentlich sozusagen sehr stabil über Jahrzehnte geltend und haben sich dann so langsam in der Anspruchshaltung bezüglich von Emissionen und so weiter so ein bisschen fortentwickelt. Und jetzt leben wir so in Bereichen, wo Sie ganz schwer voraussagen können, wie wird in 5 Jahren oder 10 Jahren überhaupt der Anteil der Energieerzeugung sein, Wind, Sonne, wie wird die Elektromobilität sein, wie wird das Eigentumsverhalten sein, wie viele autonome Fahrzeuge werden wir haben. Je schneller das autonome Verfahren durchgreift, umso schneller wird sich die Elektromobilität durchsetzen, weil sozusagen die Verkehrsströme und die Antriebstechnologien dann auch was miteinander zu tun haben. Das macht Politik auf der einen Seite sozusagen interessant und spannend. Auf der anderen Seite müssen wir im Grunde bereit sein, permanent uns auch an die Realität anzupassen, also nicht Gesetze für die Ewigkeit, einmal im Abgeordnetenleben ein Gesetz, sondern sozusagen immer wieder mit Überprüfungsszenarien, und wir müssen schneller werden im Gesetzgebungsverfahren. Also öfter ändern und schneller werden, weil wir eben sozusagen die Leitplanken für all diese großen Änderungen machen wollen. Ich darf Ihnen mitteilen, das wissen Sie aber wahrscheinlich, das Auto ist schon umdefiniert. Es ist nicht mehr daran gebunden, dass der Fahrer hinterm Steuer sitzt. Das ist international passiert. Wir sind jetzt auch bei der Änderung unserer Straßenverkehrsordnung, die das autonome Verfahren schrittweise möglich macht. Und so ist vieles zu tun. Das Ganze wird nochmal einen großen Höhepunkt haben, wenn wir den Klimaschutzplan dann in seiner Ausfeilung diskutieren. Den haben wir jetzt erstmal sozusagen der gesellschaftlichen Diskussion überantwortet. Und deshalb kann ich jetzt schon voraussagen, dass es sozusagen Energiewende, Spannungsfeld Römisch 2 wahrscheinlich auch geben wird, einen weiteren Kongress, wo solche Dinge besprochen werden. Ich glaube, wir sollten das Ganze rational ansehen, diese Energiewende, und natürlich auch die wirtschaftlichen Grundmöglichkeiten immer im Auge haben. Aber wir sollten auch eine gewisse Leidenschaft und Freude an dem Thema entwickeln, weil nicht jeder Generation ist es gegeben, dass man solche technologischen Umbrüche erlebt. Und dabei zu sein, ist schön. Und deshalb danke für die Einladung. Ja, Frau Bundeskanzlerin, lieber Thomas Bareis, meine Damen, meine Herren, wenn die Bundeskanzlerin gesprochen hat, ist eigentlich alles gesagt. Da ist ein Schlusswort natürlich sehr, sehr schwer, und mich hat, und ich nehme an, Sie auch, beeindruckt, wie unsere Bundeskanzlerin das doch sehr detail- und facettenreich gerade gemacht hat. Hohes Kompliment, wie man da so einfach das Thema schwitzt und hierher kommt und plötzlich zu einem ganz anderen Themenkomplex spricht, und das mit der Bravour. Meine Damen und Herren, was bleibt mir? Ich lobe zunächst mal die Risikobereitschaft der Tagungsregie, das Schlusswort einem Mann der CSU in die Hand zu geben. Es kann ja schief gehen. Ich gehe davon aus, dass man das Risiko wohl kalkuliert hat und gesagt hat, man nimmt den, der als Stefan. Wenn ich gleich gehe, dann hat es nichts damit zu tun, dass es schief gegangen ist. Ich habe nämlich dann gleich einen Termin. Bin dann für den Einwand dann doch sehr dankbar, für den Einwurf. Ja. Vielen Dank.
Ich gehe davon aus, dass die Kalkulation war, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende wird das dann schon entsprechend ausgleichend machen. Ich werde dem gerecht, indem ich zum einen mich bedanke bei der Bundeskanzlerin, aber auch natürlich bei unserem Energiebeauftragten, der das in steter Regelmäßigkeit und gut vernetzt macht, wie man hier sehen kann. Und auch bei dem Podium, das der Bedeutung der Veranstaltung dann auch nochmal entsprechend Gewicht verliehen hat. So, das war der risikolose Teil, jetzt kommt der riskantere Teil. Ich habe ein wichtiges Telefonat, ja. Kein Problem. Jetzt kommt der riskantere Teil, dass ich mir jetzt die Chance einfach noch gönne, in ein paar wenigen Minuten ein paar sehr grundsätzliche Dinge zu sagen, die aber sich in weiten Teilen durchaus an das anlehnen, was hier schon gesprochen wurde, im Sinne eines Ceterum censeos, vielleicht auch etwas, was Sie von mir schon mal gehört haben, wenn ich über das Thema Energie und Klimaschutz rede, dann gehe ich ein bisschen in die Richtung, wie der Herr Professor Schlögl das vorhin gemacht hat. Ich frage nämlich mein Publikum, was glauben Sie denn, wenn Deutschland morgen kein CO2 mehr produziert, wie lange dauert es, bis der Zuwachs in China das ausgleicht? Drei Wochen. Na, ein bisschen mehr ist es schon, aber, aber Sie sind in einer Größenordnung von einem guten Jahr. Und meine Damen und Herren, wenn man sich das vergegenwärtigt, dann muss man auch wissen, dass das der Maßstab für all die Dinge sein muss, die wir hier tun. Und das heißt jetzt nicht, dass man das alles vom Tisch wischt an der Stelle und sagt, wir machen gar nichts, sondern es heißt, alles, was wir tun in die Richtung, muss geeignet sein, dass es uns andere nachmachen, meine Damen und Herren. Und andere machen uns das nur nach, wenn wir Ressourcen schonen, Klimaschützen, aber auch Wohlstand ausbauen kann. Und das ist das Gegenteil zu dem, was andere im Deutschen Bundestag unter Umweltschutz verstehen. Die durch die Lande ziehen und einen Verzichtsumweltschutz fordern, die scheitern zum einen daran, dass die einen, die verzichten könnten, das nicht tun. Das sind die, die mit dem Porsche Cayenne ins Wahllokal fahren, bei den Grünen ein Kreuz machen und meinen, sie hätten was für die Umwelt getan. Ja? Die verzichten nicht, darum kommen die Grünen auch immer relativ schnell auf das Thema Zwang im Übrigen. Ja, das ist der Grund, ja, weil das freiwillig nicht funktioniert. Und die anderen, meine Damen und Herren, die verzichten müssten, Chinesen, die Schwellen- und Entwicklungsländer beispielsweise, die durch den Bevölkerungswachstum am Schluss darüber entscheiden werden, was tatsächlich mit dem Planeten passiert. Denen gegenüber ist es doch ausgesprochen arrogant, wenn wir auftreten und sagen, ja, wir verstehen schon, dass ihr auf eure Schüssel Reis noch ein bisschen Fleisch obendrauf haben wollt. Aber das müsst ihr jetzt einsehen, ihr müsst jetzt verzichten. Und deshalb geht Umweltschutz, meine Damen und Herren, nur über Technologie und das gilt für Klimaschutz und das gilt auch für diese Energiewende. Die Energiewende muss technologiegetrieben sein und deshalb sollten wir das so technologieoffen machen, wie es vorher hier gefordert wurde. Übrigens auch so innovationsfreundlich. Ich sage das ganz bewusst, denn bei uns gibt es ja zwei verschiedene Sorten. Die einen, die naiv glauben, es gäbe die Innovation nicht. Und die anderen, die progressiven Beitrag dazu leisten, dass es am Schluss tatsächlich nicht die Innovation gibt, die es geben könnte. Und die sitzen teilweise auch im Deutschen Bundestag. Und das ist das eine. Das andere ist, wir müssen das marktgetrieben machen. Wir müssen es aus meiner Sicht auch so machen, dass Internationalität eine Rolle spielt. Aber, meine Damen und Herren, wir müssen es insbesondere mit mehr Ideologiefreiheit tun. Und da klang es noch schwer in der Politik. Ich glaube, dass es unser Anliegen sein muss, ein bisschen deutlicher zu machen, dass Energie- und Umweltpolitik nicht schwerpunktmäßig ideologiegetrieben sein muss. Dass ein verlässlicher Zugang und auch ein bezahlbarer Zugang zu Energie das A und O für unseren Wohlstand ist. Diese Korrelation, die wird mittlerweile in Deutschland in einer Art und Weise, weil der Zugang selbstverständlich war über Jahrzehnte hinweg, komplett vernachlässigt. Und da kann man jetzt zur Kernenergie stehen, wie man will, meine Damen und Herren. Aber das Anliegen derer, die übrigens über die Parteigrenzen hinweg das vor Jahrzehnten befördert haben, war genau das. Wohlstand ausbauen. Dass der Schuss gewaltig am Schluss nach hinten losgegangen ist, ist ein anderes Thema.
Aber bei einer neuen Energiewende, meine Damen und Herren, müssen wir doch genau das berücksichtigen, dass wir nämlich alle miteinander einen Beitrag dazu leisten wollen, dass dieser Wohlstand in dem Land wenigstens erhalten bleibt. Und dazu gehört zu sehen, dass Politik nicht die Physik schlägt und, meine Damen und Herren, auch nicht die Realität schlägt. Und um das ein bisschen deutlich zu machen, lieber Thomas, war das heute eine gute Veranstaltung. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Applaus